Herzlich willkommen zur heutigen wissenschaftlichen Tagesschau, heute und zwar zur Demokratie Pur Talkshow Freie Argumente Plattform. Es geht wieder um die Themen, auch wir sprechen quasi über den Kontext von Die Basis, Wir 2020, Fragpartei. Parteimitglieder und Wählerinnen befragen Experten Reformer zu besserem Wahlprogramm mit Potenzial 56%. Und im Moment heute haben wir quasi fragende Personen, so aus dem Kontext Fragpartei. Und wir haben einen Experten, den Herrn Wagner wieder, den man auch von Maischberger oder von Stefan Raab kennt, sozusagen ziemlich prominent. Und wir haben wieder die Next Scientists for Future vertreten durch mich als ehrenamtlichen Assistenten und Mitglied Weltrat und Next Scientists for Future gleichermaßen noch. Ja, und ich zeige euch mal, also hier deswegen, liebe Herren und Damen, Sieber, Bakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen. Hier erfahren Sie, wie Sie es schaffen könnten, der Bevölkerung ein ganz tolles Volksentscheid-Wahlprogramm anbieten zu können. Ich klicke das mal schnell durch hier mit den Bildern. Hier hatten wir es. Ah, das ist ganz gut, vielleicht nachher für die Diskussion mit Göttner Abendroth, die Schwangerschaft, ne? Hier, das ist entscheidend, liebe Leute. Denken nur noch in Volksentscheid, Wahlprogramm, verschiedene Vorschläge. Und hier eigentlich könnten Sie als die Basis, die eigentlich der Basispartei fehlt eigentlich die freie Argumentekultur und das Zulassen. Also genau genommen, vielleicht kann man so sagen, die Basis macht einen Zentralfehler. Unsere Welt hat Millionen Gelder ausgegeben, Milliarden Gelder, um fähige, gebildete Leute zu erzeugen, die natürlich gefährlich sein können, weil Experten können auch für ihren eigenen Vorteil reden und können dadurch unheimlich manipulativ sein. Aber es gibt eben ja auch gute Experten. Besonders sind Experten gut, wenn sie selber nicht profitieren von der Reform, die sie vorschlagen. Dann sind sie natürlich umso sachlicher. Ja, das sind dann auch die vorteilbringenden Irrtümer geringer. Und die Tatsache, sich zu entscheiden, die für Milliarden Gelder ausgebildeten Experten gar nicht nutzen zu wollen, sondern alles den Amateuren zu überlassen, die ist unsinnig. Die ist unrealistisch und unsinnig. Ja? Ist meine persönliche Meinung. Und deswegen die freie Argumentekultur und die Fragpartei sieht das genau richtig, dass man auch die Experten, aber auch die Laienexperten und die Amateurexperten, alle müssen gehört werden, alle Argumente müssen gehört werden. Und nicht so wie bei der Basis, wo man sagt, die gelernten Experten, die scheiden wir von vornherein aus, es sei denn, es sind Anthroposophen und Rudolf Steiner-Fans, die hören wir dann gerne. Ja, ich für die Gela vielleicht interessant, letzten Freitag hat sich die Partei ganz offen so als Steiner-Fan, also das ist so ein esoterischer Anthroposoph sozusagen. Und wir sind ja eher naturwissenschaftliche Anthropologen. Ja? Und dazu bekannt, aber alle anderen Experten, die anderen Seiten, wollten die eigentlich nicht mehr hören. Und das, liebe Basis, also ich gehe nochmal zurück hier, liebe Basis, Sie sollten von der Fragpartei sich inspirieren lassen, und zu noch mehr Demokratie wagen, denn bis jetzt sehe ich da eigentlich noch gar keine Demokratie in der Basis, ja? Sondern ich sehe nur, dass da einige wenige Leute das Sagen haben und Punkt, Schluss aus. Ne? Und vor allem diese wenigen Leute entscheiden sich, die anderen Experten die von der anderen Seite gar nicht zu hören. Ne? Man hatte sich in der letzten Sendung einseitig nur fixiert auf die Anthroposophie als einzigen Experten. Ja? Und wollte von mir, hat man mal so 2 Minuten mich reden lassen, und das, aber das mehr wollte man auch nicht und hat mich dann nie wieder drangenommen. Ne? Obwohl die Leute im Chat, das für euch vielleicht eine interessante Information, dann geschrieben haben, wir müssen unbedingt Sendungen mit den Next Scientists for Future machen, damit wir das Rad nicht immer wieder neu erfinden müssen. Ne? Damit wir das nutzen, was schon da ist. Aber bis jetzt gehört habe ich noch nichts Konkretes. Ne? Also liebe Herren, Bakti, Füllmich, Schiffmann,
Könlein, Reuter, Rosen. Hier kriegt ihr die Informationen, wie man letztendlich auf den Weg kommen könnte zu einer glücklicheren, gesünderen, langlebigeren und eventuell sogar wirtschaftlich reicheren Gesamtgesellschaft und einem gesamten glücklichen Planeten und einem heilenden Planeten sozusagen. Alles in zusammen, ne? Ja, das war's mit meiner Begrüßung und jetzt widmen wir uns, glaube ich, erstmal also der Nachlese, diese höchst inspirierende Darstellung der modernen Matriarchate, so wie sie, Frau Dr. Göttner-Abendroth, subjektiv wahrgenommen hat und interpretiert hat, denn kein Mensch kann wahrnehmen, ohne dabei zu interpretieren, aufgrund seiner Vorsichtweisen und seiner Biasse. Und sie hat halt einen bestimmten Blickwinkel gehabt, hat bestimmtes wahrnehmen können, anderes übersehen, aber ich fand es trotzdem höchst inspirierend. Und jetzt wollen wir mal hören, was auch unsere, ich mache jetzt mal die Präsentation wieder aus. Was haben unsere fragenden Personen so an Statements oder Ideen oder an was erinnern sie sich noch, was noch irgendwie unklar oder offen war? So, ich schaue, sind wir jetzt wieder alle im Bilde? Ja. Ja, oder nicken, genau. Ja. Da ist noch ein Mikro an, Herr Wagner. Trotzdem, dass jetzt besser ist mit dem Lautsprecher, ist es immer besser, das Mikro auszuhaben. Jetzt frage ich also sozusagen erstmal Herr Eckenberger, ist irgendwas in Erinnerung? Einfach mal eine Minute Ihre Punkte oder ist da noch was ungeklärt aus Ihrer Sicht? Oder was können wir lernen von dem Auftritt von Göttner-Abendroth? Wie hat es Sie inspiriert, so zu Gedanken, weil es geht ja bei Ihnen auch um den Aufbau einer eigenen Kommune, eines eigenen Clans sozusagen. Ja, machen Sie doch Ja, einfach mal. das war ein berührender Vortrag. Ich hatte das Gefühl, dass Dinge, die mir wichtig sind, die ich ahne oder von denen ich träume oder wo ich auch schon in der Realität gesehen habe, wie das funktioniert, dass sie die beschrieben hat bei diesen ja, Gemeinschaften, die sie scheinbar gesehen hat. Und das war toll zu hören, dass es das scheinbar gibt. Also eine große Frage, die ich in meiner typischen Faulheit nicht selbstständig weiter recherchiert habe, ist, also was sie genau untersucht hat, also wie sie auf diese Ideen kommt, inwiefern das Fakten sind und von wann die sind. Aber so wie ich sie verstanden habe, war sie quasi in den letzten Jahren ihres Lebens, also halt in diesem Leben. Sie hat nicht irgendwelche Bücher gelesen, sondern war halt in ihrer Lebenszeit dort und hat diese Eindrücke gewonnen. Und also ist da eben, also dadurch sind noch detailliertere Sachverhalte beschrieben worden, die auch als konsequente Fortführung von diesem Szenario, von dem ich träume oder das ich ahne oder das ich mir denke. Also das war schön zu hören und hat eigentlich meine ganzen Hoffnungen bestätigt. Und insofern war das einfach toll. Ja, und vielleicht beim nächsten Input einfach dann auch mal versuchen zu sagen, was daran auch als praktische Anregung übrig geblieben ist. Aber erstmal jetzt vielleicht Gela mal kurz, ja? Halt, pfeift aber, warum pfeift das jetzt? Ist da irgendwo. Gela, sagen Sie mal was? Ich muss gerade mal gucken, was hier los ist. So, es dürfte. Ah, das Pfeifen kam daher, dass ich vielleicht ein Tick zu laut war. Hier mit dem Lautsprecher. Hallo? Hallo? Sind Sie da, Gela? Nö, kriegen wir gerade keinen Input. Gut, dann gehe ich doch mal was auf ein. Eines der heißen Eisen der Interpretation des Ganzen. Gehen wir jetzt in den 3-Minuten-Modus über. Herr Wagner, Sie machen sich schon wieder bereit dann. Ja? So,
So, also Stichwort ist für uns evolutionsbiologische Denker ist ja so ein ganz großes Wort, der Infantizid. Ja, und Infantizid ist ein Riesenthema in der Biologie. Ja, Löwenmänner erobern ein Revier, vertreiben die Alten, die Väter der bisherigen Babys und töten als erstes deren Babys, um Platz zu schaffen für ihre eigenen Babys. Und tatsächlich sind die Frauen so genetisch programmiert und so vernünftig, dass sie quasi die Mörder ihrer Babys zum Sex auffordern, damit sie möglichst schnell schwanger werden von den Mördern ihrer Babys. So grausam ist die Natur, so ist die einfach. Und damit nämlich dann die Babys schon groß sind, wenn diese Männchen wieder vertrieben werden von anderen und die dann wieder die Babys töten, dann müssen die nämlich ungefähr mindestens 9 Monate alt sein. Dann werden sie nämlich nicht mehr getötet. Ja? Also es gibt da so eine Grenze bis zu wann die Männchen die Jungen töten. Ja? Und dann ist es so, dass wir natürlich als Evolutionsbiologen sagen, was ist bei Menschen das Analogon? Wir sehen, dass die Stiefväter, also Männer, die denken, es sei nicht ihr leibliches Kind, egal ob es so ist oder nicht, ob das eine Falschinformation ist oder nicht, neigen 40 Mal mehr dazu, diese Kinder zu töten oder zu quälen oder zu foltern oder zu quälen letztendlich. Ja? 40 Mal mehr. Und das ist also wir haben genauso dieses Programm, töte Kinder, von denen du denkst, dass sie nicht von dir sind, schaffe Platz für deine eigenen Kinder. Denn in der Natur ist es ja überall so, also Frauen bringen zum Beispiel andere Frauen dazu, dass sie ihr Baby verlieren, indem sie sie terrorisieren. Denn dann ist mehr Nahrung da für ihre eigenen Kinder und mehr Platz für ihre eigenen Kinder. Und außerdem sind Futterkonkurrenten weg und so weiter. Es ist sozusagen deswegen ist Kindstötung und Abtreibungsförderung oder Abgehensförderung von Leibesfrüchten also Standard in der Evolution. Und die Frage ist, gibt es bei uns Menschen auch ein psychisches Analogon? Und das ist ebenso die Idee, die Frage, die in der Evolutionsbiologie aufgetaucht ist. Könnte es denn so sein, dass die Idee, die Leute zum Spenden für die Welt zu bewegen, ein Abtreibungsmechanismus ist, weil dann ja das Geld nicht mehr da ist, um ein weiteres Kind zu Hause zu bekommen und dass dadurch dann die Person, die spendet, weniger Kinder in die Welt setzt und dafür andere mehr? Und könnte das ein Überbleibsel dieses Abtreibungsmomentes sein. Ja, meine Zeit ist um, Herr Wagner. Wir sollten nur gerade mal klären. Gela, hören Sie mich? Hallo? Gela ist weg. Ja, jetzt höre ich auch wieder. Wir hatten vorhin so ein komisches Pfeifen. Na gut, aber Herr Wagner ist dran. Ja? Ja, danke schön. Also ich finde das sehr spannend, aus den verschiedensten Brillen eben so zu schauen. Und ich kenne ja auch so einige Überlegungen der Evolutionsbiologie. Also es ist spannend, auch das zu betrachten. Ich fand den Vortrag letzte Woche auch sehr faszinierend. Also dass er, was ich auch vorher schon wusste, die matriarchalen Lebensformen als quasi auch Schenk-Lebensformen oder Schenk-Gemeinschaften dargestellt hat. Und einige Züge, die Frau Göttner-Abendroth dazu gesagt hat, im politischen Bereich nannte sie es egalitäre Konsensgesellschaften oder Konsensrätedemokratie, im wirtschaftlichen Bereich ökonomische Ausgleichsgesellschaft und im kulturellen Bereich so eine Spiritualität, die sie mit immanenter Göttlichkeit beschrieb. Also nicht so ein Gotteswesen über den Wolken, sondern was ja auch die ursprüngliche Form der Religion ist, es war ja der Animismus und Fetischismus,
das von Geistern und Göttern beseelt sozusagen die Welt um einen herum wahrgenommen wurde. Und spannend, also ich finde auch, wie der Herr Eckenberger gesagt hat, es ist faszinierend, dass Lebensformen, die heute auch für Menschen herauskommen, also beim Nachdenken herauskommen, die sich überlegen, wie könnten wir harmonisch zusammenleben, friedlich und gerecht und verantwortlich mit unseren Lebensgrundlagen umgehen, dass solche Lebensformen einen Rückhalt haben, auch in früheren Realitäten. Also da sind ja die Bonobos eine solche Realität, die zeigt, dass da vieles von übereinstimmt, also von den heutigen Friedlichkeits- und Gerechtigkeits- und Naturerhaltungsfantasien und dem, was bei den Bonobos gelebte Wirklichkeit war. Und ebenso halt auch in der Ethnologie, dass es Naturvölker gibt und eben auch solche Linien wie matriarchale Stammesformen, in denen da auch vieles sich entspricht. Spannende Fragen kamen ja dann während der Sendung und danach auch auf, also in dem Kommentarvideo von Ihnen, Herr Dillen, und dann auch, ich habe die Gelegenheit gleich genutzt, ne, und das sage ich als Wichtigstes jetzt auch über die Sendung heute hinaus wieder, kommt alle in das Forum Weltrettung, ja danke, aber wie? Weil da bin ich auf die Sendung auch nochmal eingegangen und habe auch sehr spannende Fragen, über die man streiten kann, versucht in den Fokus zu bringen. Also gerade auch die Frage, ist Schenken auch immer egoistisch und sind die Menschen überhaupt motiviert von irgendwelchen kurzfristigen eigenen Vorteilen? Oder gibt es eine Motivation, die wirklich aufs Ganze schaut, sich mit dem Ganzen so verbunden fühlt, dass es für jeden oder jedes Teil der Welt den passenden Platz und das passende Maß möchte? Also die sinnvolle Einordnung ins Ganze, jedes Puzzleteil sozusagen ins gesamte Puzzlebild. Was gibt es für Möglichkeiten, dass wir Menschen solche Motivationen in uns aufbringen? Ja, da habe ich was so geschrieben, ne? Kommt alle dazu und wir werden bestimmt heute da auch noch ein bisschen drüber reden, schätze ich. Ja, mag jemand einen Input bringen nochmal von unseren beiden Fragestellenden heute, Frau Gela oder Herr Eckenberger? Ansonsten kann ich nämlich auch weitermachen, denn ich habe jetzt schon, bin schon inspiriert durch den Beitrag von Herrn Wagner. Ja, Herr Eckenberger, sagen Sie ruhig was. Ja? Ja, Sie haben ja vorhin gefragt, pragmatische Details quasi. Und ich fand sehr schön, dass scheinbar in den Haushalten selber politische Lösungen diskutiert werden und dann einfach der Inhalt durch einen Boten weitergetragen wird, der dann einfach nur den Inhalt an den Empfänger bringt. Und dass quasi ja die Politik im Haus gemacht wird von allen Menschen, dass das ganz normale Kultur ist. Und ich fand schön, dass die Clans mit mehr Geld die Ehre haben, die Feste auszurichten und wie die Clans untereinander sich immer weiter verheiraten, um letzten Endes alle zu Verwandten zu machen. Ja, und eigentlich, also alles, was sie erzählt hat, ich habe dann mich nicht unbedingt perfekt konzentrieren können, aber das war alles einfach wundervoll, quasi eine Reise in die Welt, in der ich leben möchte. Ja, und der Punkt, ich meine 3 Minuten mal starten, der Punkt, wo das eben nicht direkt übertragbar ist in die jetzige Situation, ist, dass es bei diesen Kulturen ja keine studierten Experten für Politik und Reformentwicklung gibt. Ja? Jetzt höre ich, ja? Ja, wenn es geht, gerne. Ich dachte jetzt immer einen Input pro Runde, ne? Aber jetzt gerne. Ja, nee. Ich halte das Mikro gleich dran. Sekunde. In 3 Sekunden können Sie loslegen. Ja, ich fand den Beitrag von der Frau Göttner-Abendroth auch sehr interessant. Wie Herr Eckenberger gerade schon gemeint hat, und ich dachte eigentlich, dass es dieses Mal, ich fand, das war ja so eine Einführung, so ein Einfühlen auch in matriarchale
Strukturen. Ich dachte, diese Woche würden wir weiterreden, wie man das eben in die Praxis umsetzen könnte in unserer, also in Europa oder in unserer jetzigen Zeit. Und von dem her finde ich sehr schade, dass die Frau Göttner Abendbrot nicht da ist. Und von Ihnen, Herrn Dillen, fand ich es schade, dass Sie so über die Frau Göttner Abendbrot geredet haben in Ihrem Podcast. Da würde ich, oder hätte ich mir einen respektvolleren Umgang gewünscht. Das war jetzt meine Frage. Ja, das kann ich vielleicht ganz kurz beantworten. Sie hat auch noch mal mit mir telefoniert und da hat sie mich quasi mehr oder weniger kräftig beleidigt. Und das war jetzt so ein bisschen, ja, wie man in den Wald reinruft, so schallt man auch zurück. Ich habe dann zwei Sendungen gemacht. Die erste war ein bisschen gereizt, gebe ich zu, aufgrund der Beleidigungen von ihr provoziert. Und die zweite war dann aber deutlich sachlicher. Die haben Sie aber, Herr Wagner, noch nicht gesehen. Das war dann die nächste danach. Da gibt es also eine zweite noch dazu. Die ist dann viel ruhiger. Ja, und ich gebe zu, ich war gereizt. Ich war durch die Beleidigung doch sehr gereizt. Ne? Oh, aber so ist das mit uns Menschen. Ne? Ist nicht immer. So, dann der nächste Punkt ist, dass ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Denn die Dinge, sie hat uns ihre Grundvorstellungen der Welt ja mitgeteilt. Und dementsprechend auch ihre politischen Ideen sind da eigentlich ja auch schon innen drin. Ja? Und ich selbst gehe davon aus, dass da genau genommen, jeder kann das ja nachlesen, ich habe das ja immer rumgeschickt, diese Matriarchatstexte hatte ich ja am Anfang immer rumgeschickt. Also wer diesen Matriarchatspolitik-Artikel lesen will, der findet den ja auch auf ihrer Homepage. Ja, Matriarchatspolitik, Heide Göttner Abendroth, Academia Hagia, da kann man das nachlesen. Ich glaube nur nicht, dass da irgendwas Zielführendes wirklich drinsteht. Also ich selbst habe da keine Hoffnung, weil ich der Meinung bin, sie hat einige Grundfehler im wissenschaftlichen Ansatz drin und so weiter. Und dann, Herr Eckenberger, übrigens, Herr Wagner, Sie haben ja auch das schön angesprochen, das, was wir in der Wissenschaft ja nennen, spieltheoretisch tit for tat, wie du mir, so ich dir. Ja, also man eröffnet mit einem extrem kooperativen Zug und dann reagiert man eben nur noch drauf, wenn der andere nicht kooperativ handelt, dann handelt man auch nicht mehr kooperativ und so weiter. Und Sie haben es auch schön angesprochen, dass die Gefahr natürlich immer ist, wenn man mit dem ersten Schritt sehr kooperativ ist, dass man dann auch getötet werden kann, weil man sich vielleicht, weil man dann ein Opfer eines aggressiven, nicht kooperativen wird. Ne? Also ist, ja, und darüber denken wir natürlich alle ständig nach, über solche Dinge in der Wissenschaft. Ne? Und dann muss ich noch mal kurz erinnern, dass das Geschäft des Schamanismus vielleicht schon 170.000 Jahre alt sein könnte, dass also all das, was da so an Ansätzen von religionsähnlichen Phänomenen ist, dass das vielleicht mit dem Geschäft des Schamanismus zusammenhängen könnte, denn ich kann da keinen Vorteil für die Menschen erkennen, sondern mehr ein Geschäft für den Schamanen. Ja? Denn das ist ja dann auch das Medizingeschäft. Medizin und Dings waren ja das Gleiche. Noch ein Satz zu Herrn Eckenberger, weil, damit ich es nicht völlig unbeantwortet lasse. Der Grundfehler ist also, wie gesagt, diese Politik im Hause machen, wir haben Experten, wir müssen die auch nutzen, während die damals ja gar keine ausgebildeten Experten haben, also in diesen Kulturen. Die haben ja gar keine Universitäten und so weiter. Ja? Und dann das Gruppenschenken hat eben auch aus unserer evolutionsbiologischen Sicht einen kleinen egoistischen Nutzen, der nämlich darin besteht, dass die Gruppe, die schenkt, erarbeitet sich in der ganzen Region einen guten Ruf und die Männer und Frauen haben dadurch einen Zugang zu den besten Genen der Region danach. Also quasi, weil die ganze Gruppe geschenkt hat, sind alle attraktive Liebespartner und Partner für mögliche Kinder.
Und das führt in der Evolution zu einem Gewinn. Außerdem kriegt man ja irgendwann auch wieder was zurück, Herr Eckenberger. Ja? Also wenn dieses Schenken der Gruppe, die schenken ja zurück, wenn man es einem selber mal knapp hat und die anderen ein bisschen mehr haben, dann schenken ja die anderen. Ja? Es ist schon ein Geben und Nehmen. Ja? Ja, also von daher, Herr Wagner, Ihre 3 Minuten können auch ruhig ein bisschen überziehen, weil ich ja jetzt auch ein bisschen überziehen musste. Kein Problem, super, ich danke. Ja, es sind alles spannende Fragen und ich finde auf der einen Seite halt faszinierend, dass die äußere Lebensform von den verschiedensten Seiten her auf dasselbe ziemlich hinausläuft. Also diese aufgeklärte Schenker-Bonobo- oder Schenker-Matriarchatskommune. Dass das für den Menschen etwas Wesenserfüllendes wäre, wo er wirklich seine wahre Entfaltung oder sein Glück finden kann, da kommt man aus verschiedenen Richtungen zu ähnlichen Ergebnissen. Und deshalb glaube ich, dass das schon ein ganz wesentlicher Schlüssel ist, mit dem man auch arbeiten kann. Also in einem Telefonat heute haben Sie, Herr Dillen und ich, ja wieder festgestellt, wir werden die Verantwortungskultur nicht gegen die ganzen verantwortungslosen Gierkapitalisten oder die Konsumsüchtigen erkämpfen können, sondern wir müssen es mit positiven Anreizen machen. Wir müssen etwas vorleben, was so attraktiv ist, dass es ja schöner ist für die Menschen mitzumachen, als was anderes zu machen oder es zu bekämpfen. Ich denke auch, das ist der Weg, der uns als Einziges wirklich zu guten Ergebnissen bringen kann. Dabei muss man sich mit vielen Fragen natürlich beschäftigen. Wie kann man die Menschen motivieren? Was sind ihre Motive? Da stecken eben ganz tief in uns wirklich auch diese ganz grausamen Motive mit drin. Also wenn früher da zum Beispiel nicht eigene Kinder getötet wurden, um mehr Platz für eigene Kinder zu haben, oder solche biologischen Motive noch drin sein können, da ist heute ja eigentlich eine noch größere anonymisierte Grausamkeit gegeben. Wenn irgendwelche Wirtschaftsleute für Zahlen, also wie viel Profitgewinn sich da erwirtschaften lässt, bereit sind, an anderen Stellen der Welt massenhaft Menschen verhungern zu lassen oder so etwas. Das ist ja noch eine ganz andere Dimension von Grausamkeit, die darin auch liegt, die gar nicht jetzt unmittelbar so begründet werden kann damit, dass sie da was bräuchten, um Kinder zu ernähren. Also wir müssen mit den ganz niedrigen Motiven und grausamen Motiven auch rechnen. Wir müssen schauen, wie man Menschen da so ein Stück weit draus befreien kann. Da gibt es ja dann diese Spieltheorien, die eben zeigen, wie können Menschen, die überhaupt darüber nachdenken können, wie sie mit anderen in einen Austausch treten oder Durchsetzungsprozesse durchführen, wie kann man das möglichst erfolgversprechend gestalten? Und das Faszinierende, was ich eben sehe, ist, bei diesen Spieltheorien kommt im Endeffekt heraus, dass gerade wenn die Wesen immer kommunikationsfähiger, immer kooperationsfähiger werden und wenn ihre Technik und Waffen immer wirkungsvoller werden, auch immer gefährlicher werden, dann wäre eigentlich unumgänglich, dass da ein Verantwortungsbewusstsein reinkommt, was sich so mit dem Ganzen oder dem Sinn des Ganzen oder dem Gemeinwohl des Ganzen identifiziert, dass man gar nicht mehr irgendwelche Splitterrechnungen auf Kosten der Welt sozusagen durchsetzen will, sondern dass man sein eigenes Glück, sein eigenes Wohl mit dem Gemeinwohl der Welt identifiziert und eben wirklich allem seinen passenden Platz und sein passendes Maß im Ganzen zugestehen will. Der Herr Dillon hat das mal ozeanisches Zusammenhangs- und Einheitsbewusstsein genannt. Ich nenne es aus der Entwicklungspsychologie herkommend auch, also mit einem positiven Begriff statt post-conventional level, was ja eigentlich nur eine Abgrenzung ist, also nicht konventionell. Als positiven Begriff verwende ich da gerne Spirit Identification Level, also ein Wesen, das sich mit seinem eigenen geistigen, seinem Sinnhorizont, der sich aufs Ganze beziehen kann, so identifiziert, dass das auch das leitende Motiv werden kann. Und das sind wahnsinnig spannende Fragen. Ja. Ja, dann frage ich noch mal Gela, so vielleicht noch irgendwie Fragen und also ich denke, diese Zweigleisigkeit ist ja ganz klar, gell, die Herr Wagner anspricht. Ich wäre glücklich, wenn es einer Kommune gelingen würde, wie, nicht wie bei unseren Kommuneprojekten, mal ein paar Monate lang die glücklichen Zustände zu erzeugen, die dann aber durch den Kapitalismus wieder zerstört wurden, sondern wenn sowas mal wirklich auf Dauer gut funktionieren würde.
Wäre doch toll. Übrigens, kurze Information noch, Herr Wagner. Das ZEC, da wurde gesagt, dass wir das auch nur erwähnt haben. Also ich habe doch gesagt, das sind scheiternde Projekte, ZEC und Tamera, ja? Da wurden wir ausgelegt, das sind Pädophile, die ZEC-Leute, und sie hat uns quasi in die Nähe des Pädophilen damit gerückt. Ja, also es ist halt eine Hetzschrift. Es ist eine Hetzschrift, mehr nicht. Es hat nichts mit Sachlichkeit zu tun. Hier geht es um Zerstören, ja? Ja, also Gela, vielleicht einfach von Ihrer Seite wieder Frage, Input, Ideen. In 3 Sekunden können Sie loslegen. Ja, ich glaube, ich habe gerade keine Frage. Gesellschaft ist ganz schön auf Abwege und die Menschlichkeit überhaupt ist gar nicht mehr greifbar. Gerade auch jetzt wieder durch Corona ganz deutlich zu sehen, wie angefeindet wird und ja, vor allen Dingen halt eben auch die Medien, wie die darauf reagieren. Und so ist da, sagen wir jetzt, in der Hexenverbrennung in der Zeit ja eben auch gewesen, dass einfach von der Predigt, in der Predigt schon runter, von der Kanzel runter gepredigt wurde, und die Leute einfach in eine falsche Richtung gelenkt wurden. So ist es heute eben auch wieder, und unsere Gesellschaft ist irgendwie aus den Bahnen und Fugen. Und die Frage, wie man das wieder in eine Richtung bekommt oder in eine Richtung bekommt, dass jeder Mensch seinen Platz findet und sich ausleben kann und dass einfach gut mit den Menschen umgegangen wird. Das ist für mich jetzt eigentlich so eine Frage, wie kommen wir wieder an diese Stelle? Ja, danke. Genau das ist die Schlüsselfrage. Und hören Sie mich jetzt noch gut? Wie ist es mit der Technik? Weil ich musste ein bisschen leiser stellen. Ich hatte zu viel Störgeräusche. Hören Sie mich noch gut? Gut, dann ist ja gut. Herr Wagner, sagen Sie gerade mal was. Hört man Sie auch noch? Hören Sie den auch noch gut? Also ich höre Sie gut, hört man mich auch gut? Gela? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. War der Herr Wagner gut zu hören? Ja, super, dann können wir ja weitermachen. Herr Wagner, noch das Mikro aus, ja? Ja, das ist eben die Frage. Ich bin der Meinung, dass der Kapitalismus im Kopf das große Problem ist. Der patriarchale Raubtierkapitalismus im Kopf, der uns alle zu hasserfüllten, gegeneinander kriegerischen, gewaltbereiten, zu Hetzschriften bereiten, zu Diffamierungen, Verleumdungen bereiten, Lebewesen manipuliert. Denn einsame, unglückliche Menschen sind am besten die besten Konsumenten, die am meisten Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten kaufen. Und Medikamente und Drogen. Ja? Und wir kommen da aus meiner Sicht, das ist ein mutiges Ansinnen. Wie gesagt, mir ist es nie gelungen, außer ein paar Monate bis vielleicht mal ein Jahr, diesen Glückszustand halbwegs hinzukriegen. Aber der Kapitalismus von au außen und in den Köpfen der Teilnehmer meiner Kommunen hat immer wieder gesiegt. Und das heißt, immer wieder, das zerstört die Projekte. Ja, ich hatte ja ein Projekt, wo ich, glaube ich, mal 400.000 Euro rein investiert hatte. Ganz luxuriös, alles ganz, ganz, ganz toll auch ausgestattet. Sogar damals sogar mit dem BMW 57 ILA, weil so quasi so auch mal so ein bisschen luxuriös auch alles. Und trotzdem, und ging es nur ein Dreivierteljahr oder so gut, ne? Und dann kam der Kapitalismus, kamen die Eltern von außen und sagten quasi so, haben uns direkt zu verstehen gegeben, dass es ihnen lieber ist, wenn die Tochter Alkohol trinkt und Drogen nimmt, aber zum Beispiel kein lebendiges Sexleben hat oder ähnliche Dinge. Und außerdem soll sie Fleisch essen und sich nicht so gesund ernähren, sozusagen. Ja, also der Kapitalismus in uns und außen uns, der ist so stark, dass immer alles zerschlagen wurde. Ja? Auch in den anderen Projekten, da war es dann mehr der Kapitalismus in den Köpfen der Teilnehmer. Ja? Und da ist eben jetzt genau der Punkt.
dass wir aus meiner Sicht, ich fände es toll, wenn es gelingen würde, Herr Eckenberger, wenn es Ihnen gelingt, eine Glückskommune zu machen, wo Sie sagen, die Leute strömen zu Ihnen, weil sie das Glück dort spüren, wenn sie zu Besuch sind und dann wollen alle bleiben und kommen alle und so weiter. Das wäre ganz toll. Und dann würde ich nämlich auch hoffen, dass sich das rumspricht bis nach Köln. Und dann wird hier auch so eine Eckenberger-Kommune und Schenker-Kommune hier in Köln entstehen. Und da bin ich dann auch mit dabei und so weiter. Aber ehrlich gesagt, ich bin desillusioniert. Eben hat gerade einer von der Basis, also so ein Kritiker an der Basisdemokratie gesagt, ich habe mittlerweile Lebenserfahrung, ich bin so desillusioniert. Die Leute wollen ja gar keine Basisdemokratie, weil sie sich gar keine Zeit nehmen wollen, sich überhaupt mit politischen Fragen zu beschäftigen und so weiter. Und also denke ich, ich wünsche den größten Erfolg mit dem Kommunenexperiment. Ich kann da auch viele Tipps geben. Aber ich denke, ohne Partei wird das nichts. Ohne Frack-Partei, und wir haben ja jetzt nur noch die Basis, weil ja wir 2020 sich selber die EU-Variante sich durch die Hetzschrift ja rausgeschossen hat und damit wir ihr die grundsätzlich jegliche zukünftige Unterstützung entzogen haben und damit sie niemals werben kann, damit dass sie kompetente Reformen anbieten kann. Das, und vor allem deren Umsetzung kann sie nicht anbieten. Das kann dann, wenn dann nur noch die Basis und die Frack-Partei im Moment, ja, von den neuen Parteien. Ja, Herr Wagner, Ihre Zeit beginnt. Auch wieder, Sie können auch wieder ein bisschen überziehen. Ja, also ich kann erstmal zustimmen. Also das sind natürlich Hoffnungsträger, der Herr Eckenberger mit dem Kommuneversuch auch und so und dass er sich möglichst so glücksausstrahlend schon so hinbekommt, dass die alle angerannt kommen und sagen, hier gut, wir wollen jetzt auch erfülltes Mensch sein. Endlich mal raus aus dieser entfremdeten Warenwelt, wo alles zu Objekten und Waren wird, auch die Menschen füreinander, alles nur noch abkonsumiert wird. Hier können wir unser wahres Wesen in der Liebe und Verbundenheit zur ganzen Welt wiederfinden. Ja, also wir sind dran, Herr Dillen, ne? Also wir arbeiten daran, mit diesen hohen Träumen die Menschen dazu begeistern, begeistern wollen wir sie. Und ich meine, ich bin andererseits ja schon froh, ich kenne ja auch die großen Vorbilder, ne? Jesus wurde nach 3 Jahren ermordet, Gandhi wurde auch erschossen, also man muss schon ziemlich aufpassen. Ich habe in meinen 30 Jahren immerhin 4 Mordanschläge hinter mir. Das heißt also, es ist immer ein Gang auf des Messers Schneide, mit diesen heißen Menschenthemen so umzugehen. Und in der Tat, also ich glaube, der Schlüssel liegt gar nicht darin, was weiß ich, ein Buch zu schreiben über neue Ökotreibstoffe oder so etwas, sondern es ist mehr die Frage wirklich, ob die Menschen überhaupt anfangen, ernsthaft miteinander zu sprechen und zu denken gemeinsam. Also die freie Argumentekultur ist der Schlüssel von allem. Und das sieht man auch daran, mit was für absurden Vorwürfen und Ausgrenzungsstrategien gearbeitet wird, um unliebsame Standpunkte vom Tisch zu wischen. Also man sollte vielleicht für die Zuhörer eben noch sagen, die sogenannte Hetzschrift, von der Sie eben sprachen, bezieht sich auf eine Schrift, die von Vorständen, wohl auch von Wir 2020, in unsere Richtung, also die kleine Gruppe, die wir jetzt hier auch in diesen Talkshows sind, Schenker bewegt Next Scientist for Future und das, was wir hier sagen, also das wurde da rausgeschossen, diese Schrift, diese Hetzschrift. Und ja, also es ist wirklich erstaunlich, was in unserer Welt überhaupt möglich ist, also oder was so wirken kann. Also wir hatten schon viele solcher Hetzschriften, also ich selbst schon so einige davon abbekommen. Und mein Umfeld hier in der Gegend Marburg-Stadt-Allendorf wurde mal angegriffen, auch mit so einer Hetzschrift, die auch eigentlich gar nicht uns hätte in den Blick kommen sollen, wurde hintenrum versucht. Aber die Leute, an die die Hetzschrift ging, fanden das so absurd oder so unmöglich, hinter unserem Rücken das mitzumachen, dass die Hetzschrift uns offengelegt wurde. Und ich nenne nur So war es ja auch diesmal. Ja, ja. Und ich nenne nur 2 Beispielargumente, die uns zeigen können, wo das Problem liegt, nicht in komplizierten Büchern über alternative Treibstoffe, sondern ob wir Menschen überhaupt eine Basiskorrektheit im Umgang miteinander, auch wie gedacht wird und gesprochen wird, miteinander und übereinander, ob wir das hinkriegen. Denn Argumente waren zum Beispiel, also es wäre ein Indiz dafür, dass wir rechts oder gar rechtsradikal wären, jedenfalls auf falsche Weise rechts, dass wir für Selbstversorgung wären oder an Selbstversorgungskommunen auch denken würden. Und ein anderes Argument war, also damals hatten wir eine Immobilie, wo wir versuchten, auch einen Kommuneort draus zu machen. Das war ein alter Gasthof.
Und der hieß zur eisernen Hand. Und dann stand in der Hetzschrift, wenn Sie da ein Haus haben, was eiserne Hand heißt, dann kann das nur auch irgendein nationalistischer Kriegsfanatismus oder sowas sein, was dahinter steht. Und es war nicht recherchiert worden, dass dieser Gasthof schon vorher eiserne Hand hieß und dass das mit Erzabbau in der Gegend wohl zu tun hatte. Also eigentlich unmögliche Dinge. Also wenn ein Marsmännchen auf das Geschehen hier auf der Erde gucken würde, müsste die Hände über den Kopf zusammenschlagen und müsste sagen, das muss doch wohl durchschaubar sein. Oder also dass sowas nicht geht, sich so abzuwerten oder zu disqualifizieren oder ausboten zu wollen, wegmobben zu wollen. Das kann doch nicht gehen. Das ist doch keine Minimalkultur. Aber dass so etwas geht, zeigt uns, wo der Grundfehler ist. Nämlich, dass wir so wenig es schaffen, miteinander vernünftig und offen und im Sinne von freier Argumentekultur zu sprechen und zu denken. Und deshalb sehe ich da den Schlüssel auch, wie wir den Weg zum großen Glück versuchen können zu bahnen, auch wenn sehr wenig Menschen im Moment vor Begeisterung hüpfen. Ja. Genau, wir haben das ja auch erlebt bei Extinction Rebellion, das waren ja auch Hetzschriften. Und es ist immer erstaunlich, wie Menschen, die böswillig wollen und zerstören wollen, wie die null Bezug zur Realität haben, sondern da wird einfach auf drauf gemacht. Herr Eckenberger, Sie sind dran. Ja, dazu kann ich vielleicht sagen, dass enge Mitarbeiter von mir Dinge so in den falschen Hals gekriegt haben, dass das Resultat ihres Verhaltens dem jetzt ähnelt, was sie beschreiben, dass ich allerdings weiß, dass die Umstände so kurios sind. Also diese Menschen sind nicht böswillig, sondern meiner Interpretation nach total getriggert, total verängstigt und sind irgendwie 5 Minuten vorher, verstehen sie noch was, und dann kommen so viele Elemente, die ihr Hirn irgendwie überfordern dazu. Ich hatte so ein Telefonat vor kurzem. Und auf einmal geht nur noch komische Anschuldigungen und Verdrehungen, wie es jetzt auch mehrfach hier beschrieben wurde. Und ich finde das psychologisch und spirituell und so weiter total interessant. Und und ich glaube, was mein Fazit ist immer wieder und immer tiefer, ist halt, dass ich versuche, das aus so vielen Perspektiven zu sehen, dass ich es halt für mich friedlich einordnen kann und bin halt immer bereit für den Austausch, aber kann halt nicht den Standpunkt, den ich für richtig erkenne, aufgeben, um meinem Gegenüber mehr Seelenfrieden zu spendieren. Das ist Sache des Gegenübers dann. Na gut. Danke. Dann, wenn ich noch ganz kurz sagen darf, ich finde es mega eindrucksvoll simplifiziert, was Herr Wagner gesagt hat, das hat er auch schon mal an anderer Stelle sehr gut auf den Punkt gebracht, dass es nicht so sehr irgendeine technische Geheimlösung ist, sondern eben das unmanipulative Umgehen damit, weil sonst wird aus jeder tollen technischen Lösung halt auch wieder nur irgendeine Verzerrung von Leuten, die davon profitieren wollen. Und so bleibt es eben offensichtlich, dass wir halt in die Liebe, in die Wahrheit radikal gehen müssen, bereit sein müssen, egal wie oft, jedes Mal in die bedingungslose Kommunikation zu gehen, weil nur das irgendwas ändert. Und jeder, der sich der sich durchsetzen will, auf Kosten von einem anderen Gesichtspunkt, verliert automatisch. Oder kommt nicht in die Stabilität. Danke schön. Ja, danke schön. Dann antworte ich mal. Letztendlich ist es so, wenn ich vom Kapitalismus oder Raubtierkapitalismus oder bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus in den Köpfen spreche, meine ich ja diese Wolke an Manipulationen, die rumschwirrt. Und wir haben ja dafür den Namen vorteilbringende Irrtümer, die ja, wenn sie die Köpfe der anderen erreichen, als parasitäre Meme oder als Killerviren des Geistes wirken. Und wenn die Leute sozusagen in dieser Wolke total infiziert sind, ja, denn im Bonobo-Kommunismus vor 400.000 Jahren, ja, Schenker-Bonobo-Schenker-Kommunismus, gab es nur ganz wenige VIs, PMs,
und KVGs, ja, Killerviren des Geistes, parasitäre Meme. Und heute gibt es fast nur noch vorteilbringende Irrtümer. Also alles ist eigentlich Manipulation. Und dass die Menschen sich wie Wahnsinnige, das hat ja auch Osho Bhagwan Sri Rajneesh damals schon erkannt, dass die Menschen sich wie Wahnsinnige verhalten, weil sie im Prinzip ja voll sind mit diesen Irrtümern und diese lassen sie sozusagen total, machen sie total kriegerisch. Und ich glaube auch, dass die Leute, die die Hetzschriften jetzt verfassen, ja, dass die irgendwo glauben, sie würden was Gutes tun mit dem, was sie da tun. Ja? Das ist für die völlig in Ordnung, dass die Fakten keine Rolle spielen. Also die müssen irgendeine Rationalisierung haben, wie es dazu kommt. Denn ich glaube nicht, dass die jetzt auch bei Extinction Rebellion, dass die jetzt bewusst gesagt haben, ich lüge jetzt mal auf Teufel komm raus, um da zu zerstören. Ja? Aber irgendwie kommt es trotzdem zu den Unwahrheiten, dass eine Unwahrheit nach der anderen geäußert wurde. Ja? Und immer wieder das gleiche Phänomen, so nach dem Motto, ich will mir die Videos mit den Professoren gar nicht anschauen, dann gibt es ja auch nicht. Ja, wenn ich sie nicht ja, unseren Professor Wallach oder unseren Dr. Spitzbart, die Videos will ich mir gar nicht anschauen, denn dann gibt es sie nicht. Ja, dann ist alles nicht existent. Ne? So einfach sind da. Aber das Problem ist, dass ich halt denke, wir können das nur lösen durch unsere praktischen Reformen oder sie schaffen es in der Kommune, dass sie es schaffen über Mediation. Ich habe das in den 12-Schritte-Kliniken erlebt, über ein Forum, wo es darum geht, die vorteilbringenden Irrtümer und die PMs und die KVGs anzusprechen und darüber auszusteigen aus dem Wahnsinn und dann eine Art gesunde geistige Kultur ohne VIs, ohne vorteilbringende Irrtümer, ohne Killerviren des Geistes herzustellen. Aber das ist uns noch nie gelungen. Der Kapitalismus war immer stärker. Immer noch waren diese, überall waren diese vorteilbringenden Irrtümer im Kopf. Ja? Und letzter Satz noch. Selbstversorgung. Also ich halte es sogar für möglich, dass die Menschheit nicht nur zum Selbstversorger wird, das ist schon wieder die falsche Vorstellung, sondern ich glaube, dass wir über Permakultur und Gestaltung unserer Umwelt mit biologischen Kenntnissen in einen Garten Eden zurückkommen zum Pflücken wie die Bonobos, dass die Männer zum Beispiel durch die Gegend streifen, gucken, was wird wohl morgen reif und dann schenken die denen den Baum der Gruppe, der Kommune den Baum, indem sie die hinlenken. Denn was gibt es Gesünderes und was gibt es Glücklicheres? Und wozu brauche ich denn den anderen ganzen technischen Scheiß, wenn ich in der Liebe bin, guten Sex habe, kerngesunde Nahrung habe? Vielleicht pflücken wir, laufen wir rum im Garten Eden, Weiterentwicklung von Permakultur, ne, Herr Eckenberger. Also, denn ich halte gar nichts von Landwirtschaft. Landwirtschaft ist ein krankmachender Faktor von Anfang an. Ja, Herr Wagner, Sie können auch wieder ein bisschen überziehen. Darf ich ganz kurz dazwischen fragen, wäre es möglich, noch Leute hierher einzuladen? Ja. Ja, selbstverständlich. Ich warte die ganze Zeit auf, dass die Leute alle kommen. Aber Sie wissen, ich dachte immer, dass Sie eben auch vor dem gleichen Problem, wie wir alle stehen, nämlich, dass keiner kommt. Es kommt doch keiner. Heute Frau Mesli ist natürlich auch durch die Herzschrift so enttäuscht von allem und so weiter, dass sie heute auch nicht da ist. Dann würde ich die E-Mail weiterleiten, die Sie mir oder den Link einfach weiterleiten. Genau, ja? an gute Leute, an Bekannte oder so, alles weiterleiten. Okay. Ich kann danke. Die dann auch in den Verteiler aufnehmen, wenn ich eine entsprechende Mail kriege. Perfekt, danke. Also ich warte auf neue Leute, denn wir sind ja ein bisschen kleiner Kreis noch, ne? Also, Herr Wagner, Sie sind dran. Ja, danke schön. Wir sind ein kleiner Kreis, ja, aber Gela, man darf Gela, Sekunde, Gela. Ja, wenn Gela was sagen will, ja, immer, ne? Gela, also 2 Sekunden und dann loslegen. Ja, bin ich dran? Ja. Hört man mich, ja? Ja. Also ich habe nur ganz abgehackten Empfang. Es ist ganz unangenehm für mich zuzuhören. Lässt sich da irgendwas machen, ansonsten würde ich lieber auflegen. Das Problem ist, dass
die Verbindung unheimlich schlecht ist. Also bei uns kommt das total gewackelt an. Und ich frage mich, ob es daran liegt, dass die Box zu laut ist oder ich weiß nicht, woran es liegt. Augenblick. Und vielleicht nochmal neu einwählen. Vielleicht wird es dann besser. Also die Verbindung ist grottenschlecht, ja. Also einfach nochmal neu einwählen, vielleicht von einem anderen Telefon oder so. Ja. Genau, diese Verbindung ist extrem wackelig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Box zu laut war, aber können wir ja sehen. Also, Herr Wagner, los geht's. Ja, danke schön, danke schön. Also das mit dem kleinen Kreis stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, man muss es immer positiv sehen. Also das Positive gibt uns Kraft. Also wir brauchen zumindest die Kraft, um angemessen vorwärts gehen und unsere notwendigen Dinge aufbauen zu können. Mich hat in meiner bisherigen Entwicklung immer nicht so sehr interessiert, wo rennen die Massen johlend hinterher, sondern mich hat von innen her immer am meisten interessiert, was hat logische Notwendigkeit. Sowohl für meine Entfaltung wie auch für Verantwortung in der Welt. Ist ja bekannt, dass ich für dieses Konzept der Verantwortungsreife eintrete, was Lawrence Kohlberg da so formuliert hat, das Post-Conventional Level oder was ich eben gerne Spirit Identification Level nenne, dass wir Menschen uns so sehr mit unserem Geist, unserem Denken, unserer Vernunftseele identifizieren müssen, dass wir in der Lage sind, mit dieser Vernunft nicht nur Werkzeuge herzustellen, die wir für Splitterinteressen schädlich einsetzen, sondern dass wir auch eine Sinnorientierung aus unserer Vernunftseele gewinnen müssen, die uns so nach dem Sinn im Ganzen gehen lässt. Entweder wir werden aus dieser höchsten und entscheidenden Fähigkeit, die wir gewinnen können, eine solche Orientierung auch für unsere Werkzeugkapazitäten da beisteuern können. Oder wir sind sozusagen eine ziemliche evolutionäre Katastrophenentwicklung. Ich sage gleich dazu, wir haben ja heute im Telefongespräch da auch drüber geredet, ich glaube, dass man alle Kräfte, die in Richtung so einer liebevollen und verantwortlichen Gemeinschaft gehen, miteinander kombinieren sollte, wo immer es geht. Also wenn wir auch wissen, dass die Bonobo-Kultur wie eine Hippie-Kultur quasi schon ist und dass den Menschen da Liebe und Verbundenheit miteinander und das Dasein für die anderen auch, dass das so wichtig sein kann, allein aus dieser soziobiologischen Entwicklung heraus. Das ist ungeheuer wertvoll. Wir müssen das kombinieren. Wenn Familien uns zeigen, dass liebevolles gemeinsames Entscheiden und Teilen da als eine ganz natürliche Sozialform des Menschen diese Möglichkeiten enthält, wir müssen diese Kraft da versuchen mit hineinzubringen. Und wenn wir die Vernunftseele haben, ich glaube, es ist wirklich faszinierend klar, dass unsere Vernunft nicht sagt, ich denke nur um die nächste Ecke, sondern ich denke aufs Ganze, ich denke so weit, wie die Folgen reichen und ich möchte, dass es auch im Ganzen sinnvoll sein kann. Wir müssen das alles kombinieren, um diese Fähigkeit von uns mit dem Ganzen verbunden zu fühlen und fürs Ganze verantwortlich uns zu fühlen, auszuprägen, so gut es nur irgend geht. Ja. Kommt ins Forum, Dank, an ja, alle Zuschauer. genau, da wäre es auch schön, wenn da mal mehr Leute kämen, ja, aber sozusagen, ja, dann Eckenberger, haben Sie was Dringendes oder soll ich einfach mal die nächste Runde machen? Ja, danke. So, dann mache ich das mal. Ich stelle mal die Uhr. Ja, also meine Tipps, ich mache mal schnell, also erstmal, nachher sollten wir ruhig nochmal über das praktisch-politische jetzt machen, um eben durch die praktische Politik jetzt den Kapitalismus, dem Kopf der Menschen, also die VIs, die überall in den Köpfen rumschwirren, zu reduzieren. Das ist ja das Ziel unserer Politik. Eigentlich ist unsere gesamte Politik zielt darauf ab, den Kapitalismus im Kopf zu reduzieren, die vorteilbringenden Irrtümer, die ganzen Manipulationen zu reduzieren und dadurch Kommune möglich zu machen. Ja? Das ist ja unser Arbeitsziel. Ja?
Und ich will es mal am Beispiel nochmal sagen. Wenn der Arzt nur noch Geld kriegt für Glücks- und Gesundheitsförderung, und zwar für messbare und bewiesene, dann hat er ja auch ein Interesse daran, zum Beispiel der Sexualitätsunterdrückung und der Verklemmtheit in der Gesellschaft entgegenzuwirken und über diese vorteilbringenden Irrtümer zu sprechen. Bei uns heißt das ja die VIAT, die vorteilbringende Irrtümerabbautherapie, die einzige Psychotherapie, die in der Zukunft dann sich als wirksam noch erweisen wird, nämlich dass der Hausarzt und sein Team und seine Psychologen darauf hinwirken, dass die Leute den Kapitalismus im Kopf rausschmeißen können und dann kommunefähig werden. Ich habe das früher mal Gemeinschaft. Wir sind alle heute gemeinschaftsunfähig erzogen durch den Kapitalismus und dass wir dann die Gemeinschaftsfähigkeit wieder zurückgewinnen. Ja? Das heißt, wir haben ganz pragmatische Reformen, die für alle gut sind und die aber mit der Zeit eben den Kapitalismus im Kopf aus den Menschen rauswerfen und sie fähig machen für eine glückliche Kommunenlebensweise. Aber natürlich nur für die, die das freiwillig ausprobieren wollen. Nicht für irgendjemand anderen. Niemand wird zu irgendwas geschubst oder gezwungen. Ja, und mein Tipp also nochmal, Herr Eckenberger, wie ich der Meinung bin, wie man einen Bonobo-Schenker-Clan starten sollte. Eine Frau startet. Sie guckt, welchen Mann sie lieben kann. Und die Ähnlichkeit sollte so groß wie möglich sein. Denn wir müssen sich immer klar sein, wir wissen, dass der Bonobo-Kommunismus funktioniert mit Menschen, die fast alle ident, also mit Bonobos, die alle fast identisch aussehen. Ja, da ist keiner, also da ist also nicht der eine Bonobo mit schwarzer Haut, der andere mit gelber, sondern die sind alle total eng miteinander verwandt und dann funktionieren diese Systeme extrem gut. Wir müssen das natürlich äquivalent machen. Wir müssen zum Beispiel dann einfach den Weg wählen. Die Frau sucht sich einen Mann, mit dem sie in Liebe sein kann und der ihr irgendwie unheimlich ähnlich ist, ja? Und dann suchen beide zusammen den eine nächste Frau, mit der die Frau in Liebe sein kann und die Frau auch dann mit dem Mann in Liebe sein kann, dann haben wir schon mal drei Personen, die in Liebe sind, ja? Und dann suchen diese drei sich wieder den vierten Mann, die vierte Person, den Mann. Und da sollte der Mann mit dem Mann wenigstens so den anderen mögen und sympathisch finden, dass man mit ihm eine Massage zum Beispiel teilen kann, Herr Eckenberger. Also ganz praktisch, dass man auch die Massage genießen kann, ohne dass da Aversionen sind irgendwie. Und dann hat man schon vier Leute, die in Liebe miteinander leben können. Ja, denn bei den Bonobos ist es so, dass also immer nur die Sexualität läuft hauptsächlich von Frauen mit Frauen, also bisexuell, Sexualität Frauen zu Frauen und Frauen mit Männern und ein ganz wenig Männer zu Männer. Ja, auch mal so ein bisschen. Ja, und das hat seinen Grund darin, weil beim Bonobos sind die Männer alle miteinander verwandt. Die brauchen nicht, um sich lieben zu können, nicht den Körperkontakt, weil die sich ja Kraftgenetik lieben. Ja, wenn also zum Beispiel zwei Brüder, die wissen ja, dass sie die gemeinsame Mutter haben und die neigen schon dazu, auch sich zu lieben. Einfach so, sozusagen. Ja, also das heißt, und so geht es dann immer weiter. Und so und immer auch das Prinzip möglichst große Ähnlichkeit aller, weil man kann, dann entscheidend ist ja, dass niemand mehr erkennen kann, wer der Vater welches Kindes ist, damit die Kindstötungstendenzen aufhören, ja, nicht stattfinden. Und dazu ist, wäre es schlecht, wenn der eine eine schwarze, der andere eine gelbe und eine rote Hautfarbe hat. Dann kann man nämlich feststellen, welches Kind von wem ist. Und dann wird man wieder Ärger kriegen mit unserer natürlichen Kindstötungstendenz. Auch wenn man das geistig versuchen kann zu überwinden, aber es wird eben oft nicht überwunden. Ne? So, Herr Wagner, Sie können auch wieder ein bisschen überziehen. Ja, danke schön. Also der Herr Eckenberger wird es natürlich etwas schwer haben, zur ersten Frau zu werden für den Kommunebeginn. Aber wer weiß, was er alles schafft. Aber ansonsten, ich bin der Ansicht, ihr kennt mich ja jetzt mittlerweile auch ein bisschen,
Das andere ist auch wichtig. Ich glaube, dass diese biologischen Wurzeln dürfen nicht vernachlässigt werden. Und ich glaube, die Menschen werden heute ganz stark immer noch von diesen Dingen geprägt. Und nicht davon, dass sie sich mit ihrem Geist identifizieren und einfach das tun, was richtig gedacht ist, weil es richtig ist oder weil es im Ganzen verantwortlich ist. Da gucken die eher völlig überrascht, wenn jemand so drauf ist. Also wir müssen mit diesen biologischen Faktoren auf jeden Fall rechnen. Aber wir sollten das andere natürlich auch als in seiner Möglichkeit sehen und natürlich auch zulassen und so stark wie möglich ausentwickeln. Also wenn beim Herrn Eckenberger dann nur jetzt, was weiß ich, noch ein 90-jähriger Mann vorbeikommt und keine schöne Frau oder irgendwas und sie können aber gemeinsam meditieren und miteinander im Forum schreiben und über den Sinn des Ganzen und dann sind sie verbunden in ozeanischem Einheitsbewusstsein, ist auch nicht nix oder kann auf jeden Fall eine ganz wichtige Ebene auch sein, die dann so ein kommunitäres Zusammenleben ermöglicht und dass sie sich da auch dann menschheitsfamiliär gut genug lieben. Ich glaube, wir müssen es jedenfalls lernen, alles an uns rankommen zu lassen. Also das ist das mit der freien Argumentekultur. Wir müssen alle Seiten durchdenken. Wir müssen schauen, was kann am ehesten wirklich ein Verantwortungskonzept und dadurch auch ein Erfüllungs- und Glückskonzept sein. Und wir müssen damit experimentieren. Also es muss ein ganzheitliches Lebenslabor werden, die Entwicklung zur Verantwortungsreife und zur echten Wesenserfüllung. Und wie weit wir davon entfernt sind, also ich kann immer wieder sagen, kommt alle ins Forum, weil da können wir noch viel intensiver, also thematisch geordneter und mit greifbareren, auch bleibenden Argumentationsfäden die Dinge so auseinandernehmen oder auch wieder zusammenfügen. Und ich nenne nur ein Bonbon, was ich da im Forum jetzt auch gerade wieder dabei bin. Also Entschuldigung an den Herrn Eckenberger übrigens, wenn ich nicht an alles, was andere da im Forum schreiben, jetzt schnell antworte. Ich gehe da täglich rein ins Forum, aber an manchen Stellen setze ich erstmal noch Bausteine, von denen ich denke, die sind recht grundlegend. Und da bin ich dabei, jetzt wieder einen Beitrag oder ein neues Thema zu machen zu unserem Weihnachtsinterview, wo es um die Frage ging, wer will eigentlich wirklich so nach Verantwortung im Ganzen gehen? Und wer will das sogar so sichern, dass er für sich selbst Entmündigungsmechanismen vorsieht, wenn er aus der Verantwortung rausrutschen würde. Also wie ich das tue. Aber das ist ganz, ganz fern von den Einstellungen der Menschen so um mich herum, ne? Über solche Selbstentmündigung, wo es nicht mehr aufs Ganze verantwortlich ist, nachzudenken. Also da mache ich ein Thema gerade draus im Forum. Und die andere Sache ist ja eben wirklich die, ich glaube, dass wir kleine Schritte auch brauchen, realistische, pragmatische Schritte. Da finde ich es ganz faszinierend, was die neuen Scientists for Future entwickeln. Also ich glaube, die Wohlfühlstimme, also direkt den Menschen sagen, komm, wir gucken jetzt mal, wie es dir geht und wir gehen danach. Also da dürften sie eigentlich nicht vorweglaufen. Und trotzdem ist es so, also so ist die Realität, wenn man zu den Menschen geht und sagt, komm, wir machen jetzt mal als Orientierung solche nicht nur demokratische, sondern auch ökonomische Basisdemokratie. Wir gucken jetzt nach deiner Wohlfühlstimme und danach gucken wir, was du dann so am besten machen kannst. Dann kriegen wir oft zur Antwort, also ich sage es jetzt mal so plakativ, man stelle sich vor, man ist in so einem Gespräch mit einem normalen Menschen, dann sagt er, nee, so haben wir nicht gewettet. Ich möchte dir jetzt sagen können, was ich haben will und das möchte ich auch kriegen und dafür gehe ich wählen. Aber ich möchte nicht, dass das davon abhängig gemacht wird, zu gucken, wie es mir damit geht. Dann kann ich nicht mehr meine Drogen haben wollen, dann kann ich nicht mehr meine Süßigkeiten haben wollen, dann kann ich nicht mehr meinen Fernsehkonsum haben wollen und so weiter. Also ich möchte frei sein, auch vom Blick auf mein eigenes Wohlbefinden, bei dem, was ich haben will und wie ich es kriege. Und so ist die Katastrophe in der Welt. Und da müssten wir irgendwie rauskommen. Ja, jetzt meine Frage. Gela, sind Sie wieder da? Noch nicht. Ja, irgendwas stimmte mit dem Ton nicht. Ich weiß nicht, warum. Ja. Herr Eckenberger, haben Sie was Wichtiges oder soll ich weitermachen? Ich würde gerne kurz den Herrn Wagner fragen, was er jetzt gerade gesagt hat. Also, wenn wäre es auch möglich, so wie eben bei der Schenker-Bewegung, wenn man jetzt nur ein Schenker-Verbündeter oder Sympathisant ist, dass man zwar das Richtige mitdenkt, aber nicht das durchziehen muss, also dass man die Wohlfühlstimme schon messen lässt, aber auch wenn man jetzt merkt, es ist schlecht, dass man sich trotzdem bewusst mehr oder weniger dafür entscheiden kann, das Schlechte zu machen. Ja, soll ich darauf antworten? Ja, einfach jetzt in der nächsten Runde darauf eingehen. Ich werde auch gleich schon mal kurz eingehen. Also dann gehen Sie erstmal ein, Herr Dillen, und ich beantworte es dann, wenn ich dran bin. Genau, und ich schalte schon mal gerade die Präsentation ein, ja.
So, ausblenden und zwar hier. Ah, falsches Bild. Sieht man das? Ja? Sieht man das Baby? Ja. Gut. Also, erster Teil der Antwort. Erst einmal der Hinweis, das ist auch der einzige Unterschied im Eigentlichen zwischen Demokratie pur und Frack, freie Argumentekultur, dass wir mehr an die Fernsehsendungen glauben, die wir jetzt ja noch nicht machen können. Denn das würde ja im Fernsehen wären das Millionen Zuschauer, die dann auch abstimmen würden und immerhin sowas wie eine ungefähr, wenigstens, also nicht unendlich weit entfernt von einer repräsentativen Wählerstichprobe sind. Und das können wir leider noch nicht machen, weil wir nicht genug Zuschauer haben, ja? Die dann mit abstimmen könnten in der Sendung. Also können wir das nicht vollständig realisieren, aber das ist ja unser Konzept. Und die Frag glaubt eben mehr an das Forumskonzept, wobei da auch eben sozusagen wäre meine Inspiration dazu, wie könnte man das machen, dass dort auch irgendwie Vorschläge reinkommen und dann auch darüber diskutiert wird und dann auch eventuell schon mal vorläufig abgestimmt wird und so weiter. Also wie weit könnte man die auch so einer, zu so einer Plattform machen, die so ähnlich ist wie die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide, ne? Das ist schwierig. So, und dann wollte ich unbedingt jetzt noch einmal zur Wohlfühlstimme ganz kurz. Also ich glaube, dass die völlig unproblematisch ist, weil jeder Mensch hat ja das Recht, jeder Supermarkt hat ja die ganzen giftigen Sachen noch zu essen da. Nur dass die gesunden einfach vom Preis her niedriger sein werden und billiger sein werden. Und wenn jemand auf sein eigenes Wohlfühlen, seine Gesundheit und alles scheißt, dann ist es halt so. Dann kann er das machen. Also es muss ja nicht jeder bei der Wohlfühlstimme mitmachen. Ich denke aber, das wird funktionieren, weil die Menschen nach kurzer Zeit erkennen werden, welche Macht sie mit der Wohlfühlstimme über die Wirtschaft haben, über die Ärzte haben, über die Supermarktleiter, über die Landwirtschaft, über alles haben, ja? Weil sie ja quasi die Wohlfühlstimme, die ganze Welt, die ganze Politik und die Konzerne in den Dienst, in meinen Dienst hineinzwingt. Ja, sie müssen ja dann mein Diener sein, während sie jetzt die Herrscher sind. Ja? Und wenn die Leute das ansatzweise spüren, dann wird jeder versuchen, die Wohlfühlstimme so präzise wie möglich abzugeben. Und jetzt noch zu dem Thema hier des Bildes. Ja? Für uns, also was haben mich die Biologen gelehrt in all den Studien und in der ganzen Literatur und dem Professor Richard Dawkins, was hat er uns alles gelehrt? Ich mache das mal ganz kurz. Der Mensch, das Baby, ist nichts anderes als eine Aussackung der Mutter. Das ist so ähnlich wie wenn in der Natur eine Zelle, ich mache es ganz kurz, eine Zelle sich abschnürt und sagt, aber im Prinzip ist das Kind eine Aussackung der Mutter und des Vaters in die Zukunft hinein. Und dieses in der Zukunft sein ist das, worum es geht in der Evolution. Denn es nützt ja nichts, wenn man ganz toll lebt und das Kind nicht füttert, sondern ganz toll lebt, dann ist man nach 100 Jahren, 127 Jahren spätestens weg. Also muss man immer Aussackungen von sich im egoistischen Sinne füttern, weil man nur so dann in der Zukunft da ist. Ja? Und dann sieht man, nach der Geburt geht das weiter mit mit der Aussackungstechnik, nämlich dass hier statt der Nabelschnur ist das jetzt die neue Nabelschnur. Die Brustwarze und Mund des Kindes verbinden sich zur neuen Nabelschnur. Ja, das ist quasi das Analogon zur Nabelschnur. Und die Mutter schenkt. Aber sie schenkt egoistisch in ihre Aussackung hinein, in die Zukunft hinein, ohne die es sie morgen nicht mehr geben würde, weil sie dann ausgestorben wäre. Also ist es ganz natürlich und ganz egoistisch, dass die Mutter total alles den Kindern schenkt. Das ist völlig natürlich, aber auch natürlich egoistisch. Ja, das war's. Herr Wagner, Sie können auch wieder überziehen. Ja, danke. Ich knüpfe mal bei dem letzten gleich an.
Die Wirklichkeit ist so, dass solche Motive da sehr stark wirken. Aber wir Menschen haben die Möglichkeit, ganz andere Horizonte natürlich auch aufzureißen. Also es wäre möglich, natürlich, dass man eben sagt, ich sehe mich so, wie, das ist so meine Vorstellung, wie, also mein Körper ein Empfängergerät, wie das Radio, dass man auf verschiedene Sender so einstellen kann. Und ein Sender, den man einstellen kann, ist das Gesamtbewusstsein, also der große geistige Horizont. Und dann wäre es so, dass die Frage, ob man selbst ausstirbt oder was auch immer, das wäre einfach daran zu messen, was ist für die Gesamtentwicklung einfach das Beste, das Sinnvollste. Und danach würde man gehen. Und ja, würde an dem anderen gar nicht so klammern, weil im Grunde genommen ist der Tod dann etwas wie das Radiogerät geht kaputt. Wenn man sich längst mit dem Sender identifiziert hat, dann ja, ist man in einer anderen Dimension und kann von daher auch eben so diese Haltung gewinnen. Es soll alles seinen passenden Platz und sein passendes Maß im Ganzen finden. Ja, aber das ist die Dimension eben des ozeanischen Verbundenheitsbewusstseins, des Blicks auf die Schöpfung mit dem Blick des Schöpfers, der da so einfach nach dem Sinn im Ganzen geht. Und davon sind die Menschen tatsächlich weit entfernt. Und damit komme ich zu dem, was der Herr Eckenberger gefragt hat. Ja, es wäre völlig Harakiri-mäßig, aus meiner Sicht, also wenn ich da bei der Schenker-Bewegung, die ich vor 30 Jahren gründete, hingegangen wäre und hätte gesagt, okay, es gibt ja diese Verantwortungsreife, wie es das Post-Conventional Level beschreibt. Ich möchte allen Menschen sagen, hier, zack, lasst uns ins Post-Conventional Level überspringen. Nicht nur darüber nachdenken, sondern es auch tun. Und was anderes wird euch nicht als Entwicklungsstufe angeboten oder zugestanden. Also ich wollte nicht in der völligen Aussichtslosigkeit und eventuell nach 2 Tagen dann erschlagen zu werden enden, sondern ich wollte ein Fließkonzept erschaffen, vom kleinsten Schritt bis zum größten Schritt. Also der größte Schritt ist, das Richtige so gut wie möglich zu denken und es auch zu tun. Und ich habe aber deshalb die 2 Stufen halt in Schenker-Bewegung geschaffen, ja, die existenziellen Schenker, die die Ideale auch bis auf kleine Ausnahmen leben müssen, und die sogenannten Verbündeten, die können schon zur Bewegung sich dazu zählen, aber das Bindeglied ist einfach, dass sie mitdenken, mitträumen, egal wie viel sie praktisch davon umsetzen. Also keine Angst, Herr Eckenberger, aber das wissen Sie auch schon. Sie können darüber nachdenken, was richtig wäre und das Falsche trotzdem tun. Sie können Ihre Wohlfühlstimme messen und sagen, okay, ich mache aber jetzt genau das weiter, wovon ich weiß, dass ich mich morgen sehr schlecht fühlen werde, weil der Bauch überfüllt ist oder der Kater muss ausgeschlafen werden. Was auch immer, ne? Also wir haben 1000 Süchte, ne? Also es kann alles weitergemacht werden, überhaupt gar kein Problem. Und ich muss den Herrn Eckenberger loben, ne? Also von meinen Verbündeten, alle sagen eigentlich, sie sind für offenes Denken, für freie Argumentekultur. Alle haben aber engere Tabugrenzen noch, die sie nicht so einfach überdenken wollen oder mit dem Denken darüber hinausgehen wollen. Der Herr Eckenberger ist, was das Denken angeht, derjenige, der sagt, da will er tabulos den Horizont aufreißen. Ne? Also das ist eine große Ehre, ne? Und ich freue mich, mit ihm auf diese Weise kooperieren zu können. Da ist er ganz weit vorne, der Herr Eckenberger. Ja, aber wir müssen wirklich damit leben. Ich wiederhole es nochmal, dass die meisten Menschen, es ist nicht Heroin, es ist Geld, es ist Konsumgier, es sind diese Süchte. Aber sie verhalten sich ein Stück weit wie der Heroinabhängige. Wenn du zum Heroinabhängigen gehst und sagst, ey, komm, wir messen jetzt mal deine Wohlfühlstimme. Wir gucken mal, wie es dir morgen, übermorgen und in ein paar Monaten geht und dann gucken wir und wir messen es auch noch in ein paar Jahren. Dann wird er sagen, ey, jetzt hau ab. Ich weiß selbst, dass meine Drogen ungesund sind. Ne? Ich will sie aber trotzdem. Und so wissen die Leute, dass das Rennen hinter dem Geld und dem oberflächlichen Konsum hat nichts zu tun mit ihrer Seelenerfüllung. Aber sie kümmern sich mehr um ihre kalten Füße, als was ihre Seele ist. So einfach ist die Wirklichkeit. Ne? Und da müssen wir einen Weg mit kleinen Schritten heraus irgendwie uns erdenken und vorgehen. Und als vielleicht nur ganz kurz, das Entscheidende ist ja, dass in der Haushaltskommune der Süchtige andere Glücksquellen bekommen soll, aufgrund der er seine Droge nicht mehr braucht irgendwann. Das ist ja unser Konzept, ne? Und so das dann zu reduzieren. Und ich schlage aber vor, weil ich glaube,
viele Zuschauer langweilen wir gerade dadurch, dass wir generell über das Matriarchat nachgedacht haben und so weiter, weil das für die Masse der Leute viel zu weit weg ist. Für uns war das jetzt nochmal so, für die, die so sehr tief in der Materie drin sind, wichtig, dass das Ganze jetzt so mal angerissen wurde und vertieft wurde durch Dr. Göttner Abendroth, ja, und dass wir da nochmal inspiriert wurden über den Weg Kommune und andere Lebensformen direkt. Aber ich glaube, dass die Masse der Menschen jetzt, dass wir wieder auf die Realpolitik hingehen müssen, wie, was machen wir jetzt für Reformen, damit wir überhaupt dem Ziel, dass über die Hausarzt-Gesundheitskommunen oder die Praxis-Gesundheitskommunen es zu den ersten Wohngemeinschaften und Kommunen kommt und irgendwann dann auch Bonobo-Schenker-Kommunen ausprobiert werden, vielleicht sogar urmatriarchale, pazifistische Bonobo-Schenker-Kommunen oder was auch immer ausprobiert wird oder auch das Modell von Frau Dr. Göttner-Abendroth einfach ausprobiert wird, ja, von einigen. Aber für die Masse ist nur wichtig erst einmal jetzt, dass wir uns der Realpolitik widmen. Das wäre mein Vorschlag als Moderator, dass wir jetzt einen Schnitt machen. War interessant, war anregend nochmal, die Matriarchatsforscherin mal gehört zu haben hier. Und jetzt aber müssen wir zur Realpolitik rück und Sie versuchen natürlich, uns Glück zu zeigen über die Kommuneprojekte. Ne, das sind die zwei Ebenen. Und jetzt zur Realpolitik, das ist das, was die Masse der Menschen überhaupt akzeptiert. Nämlich, da fange ich jetzt mal an, Realpolitik. Neues Kapitel für heute. Ja, letztendlich geht es darum, die Menschen überhaupt erstmal wieder kommunewillig und fähig zu machen, also die Gemeinschaftsfähigkeit überhaupt zu erzeugen. Und das heißt, ich muss die Konzerne dazu bringen, dass sie nicht Evolutionsprozesse ablaufen haben, die den Kapitalismus in die Köpfe hinein prügeln quasi, sondern dass sie den wieder rausnehmen wollen, weil sie selbst nur noch dann Verdienstzuschüsse bekommen, wenn die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten der Kunden, der Mitarbeiter und der Anwohner besser werden. Also quasi Konzerne werden zu Therapeuten der Bürger. Ja? Denn ich schildere jetzt mal den Gegensatz. Ein Autokonzern gibt Werbespots an die, ja, sage ich mal, Kapitalismus dienenden Medien, wo die Journalisten sich mit der Zeit in einem Evolutionsprozess der Denke der Autokonzerne angepasst haben. Und die Medien, die zufällig die Zuschauer im Fernsehen anstacheln zum Hass und zum Gegeneinander, zur Unleidlichkeit, so zu dem Gedanken, ach, dieser scheiß Nachbar, ich habe Recht und ich darf mich gar nicht fragen, ich brauche mich gar nicht fragen, sondern der andere hat Unrecht automatisch, ich habe immer Recht und dann haue ich drauf und dann gibt es einen riesen Nachbarschaftskrach und so weiter. Und dann haben die Leute alle schon Angst vor solchen Nachbarschaftsstreitigkeiten, ja? Und was machen die Leute? Der Fernsehsender manipuliert quasi zur, ja, wie sagt man, zum Ich habe immer Recht, alle anderen haben Unrecht. Ja, das führt zu Nachbarschaftsstreitigkeiten und dann wirkt der Werbespot doppelt, weil die Leute jetzt ein Auto brauchen, um ihre wenigen Leute, mit denen sie sich überhaupt noch vertragen, in Hamburg oder München zu besuchen. Ja? Das ist so, wie der Kapitalismus vorteilbringende Irrtümer in die Köpfe bringt, nämlich diese Streitsüchtigkeit mit den Nachbarn. Ja, nicht die Vertragensfähigkeit und die Vertragsfähigkeit,
Tit for Tat und Fairness und so weiter, oder Mediationsfähigkeiten den anderen 3 Minuten geben oder uns sich selber 3 Minuten geben und so weiter, sondern ich habe immer recht, der andere hat immer Unrecht. Ja? Und jetzt will ich das nur noch abschließen. Der Gegenpol ist, dass der Automobilkonzern durch unsere Reformen, durch die Wohlfühlstimme und Verdienstzuschüsse jetzt quasi nur noch Geld erzielen kann, wenn die Leute gar nicht mehr fahren brauchen, sondern Liebesbeziehungen im Hause haben und gar kein Auto mehr brauchen, weil er kriegt sein Geld ja nicht mehr durch den Verkauf von Autos hauptsächlich, sondern er erster Linie das entscheidende Geld kommt, je glücklicher die Menschen sind. Und je weniger sie fahren, desto glücklicher sind sie letztendlich. Und dadurch, durch diese Mischkalkulation, ist es für die Konzerne viel besser, eigentlich Mobilität zu vermeiden, indem die Leute wieder in den Medien beigebracht kriegen, wie man im Hause liebevoll, friedlich und streitschlichtend miteinander glücklich hat ist und auch Liebesbeziehungen im Hause beginnt. Ja? Und schon da die ersten Kommunenvorpfeiler macht. Ja, das war jetzt so mein erster politischer, um diesen Kontrast. Ich hoffe, es ist deutlich geworden. Die Konzerne werden bei uns ja zu Abbauern von vorteilbringenden Irrtümern. Die werden ja zu Therapeuten, die Konzerne. Ja, ja, Herr Eckenberger, möchte was sagen? Oder wollen Sie, Herr Wagner, gleich direkt auf eingehen? Nein, immer der Herr Eckenberger oder Gela, wenn Sie was sagen wollen. Ja, ja. Also Herr Eckenberger, legen Sie los. Kurz genauer nachfragen, wie die Medien die Streitsüchtigkeit, ich habe immer recht, Mentalität fördern, wenn das kurz noch geht, bitte. Indem zum Beispiel, also das sind unbewusste Evolutionsprozesse, die still und leise verlaufen. Also immer die Fernsehsender, die lauter Soap-Operas haben, in denen die Leute sich, die offiziell gelten als die besten Freunde, sich aber eigentlich ständig hasserfüllt anschreien. Oder irgendwie ständig frotzeln und quälen und nerven und stressen und so weiter. Und das wird ja, der Mensch ist das Nachahmungstier schlechthin, nach Albert Bandura, ja, Bandura und Wolters. Das heißt, der Mensch hat einen Zwang, alles nachzuahmen, was er sieht, ja, bis zum gewissen Grade. Und dann werden die Leute selbst so unleidlich, so hochaggressiv und so weiter. Und genau die Sender, die solche Sendungen am häufigsten ausstrahlen, kriegen natürlich mit der Zeit am meisten Werbespots, denn die Autofirma, die bei diesem Sender schaltet, die wird ja belohnt dadurch, dass die Autos Leute noch mehr Autos kaufen, und zwar von dieser Firma, weil die ja auch dort ihre Werbespots hat. Ja? Und dadurch kommt es völlig ohne Bewusstsein, also ohne dass sich jemand bewusst ist, dass diese Soap-Operas diese Wirkung haben oder die redaktionellen Berichte diese Wirkung haben, werden die Menschen unfähig gemacht, sich miteinander liebevoll zu vertragen im eigenen Hause, kaufen mehr Autos und fahren von Hamburg nach München die ganze Zeit. Und das sind alles unbewusste Evolutionsprozesse, die wir eben entdeckt haben durch die neuen Fähigkeiten, solche vorteilbringenden Irrtümer, parasitären Memekiller, Viren des Geistes analysieren zu können. Die neue Psychobiologie und Evolutionspsychologie. Ja, Herr Wagner ist an sich dran, aber Herr Eckenberger, sagen Sie noch mal kurz was, ja? Also vielen, vielen Dank an alle, dass ich hier so viel nachfragen kann gerade. Heißt das, Die Fernsehsender, die diese Sendungen bringen, verdienen, also kriegen von der Autoindustrie, die davon profitiert, Geld bezuschusst und sind dadurch erfolgreicher und können mehr Geld in ihr Programm stecken und verbreiten ihre Botschaft immer mehr. Ja? Je manipulativer die Spielfilme sind und je mehr sie Charakterfehler und Verhaltensstörungen unterrichten im Sinne des Nachahmungslernens, oder wir nennen das auch in der Psychologie Modelllernen, ja, Vorbild und Modell, desto mehr die Leute dann durch die Manipulation gezwungen sind, mehr Autos zu kaufen, desto mehr Geld fließt ja automatisch an den Autokonzern und er hat dann einen größeren Werbeetat zur Verfügung, um den wieder an das Medium zu geben, sodass also der Fernsehsender mehr Werbespots bekommt, je manipulativer sein Programm ist und je mehr es vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme-Killer wie in des Geistes in die Köpfe der Bürger hineinpresst. Und unsere Reform dreht diesen Prozess einfach um, sozusagen, und führt dazu, dass wir eine
von Manipulationen freie Geisteswelt bekommen. Und dann plötzlich fangen die Leute an, im Haus Kommunen zu begründen und zu sagen, ja, hier wird, oder wenn dann eine Wohnung frei wird, zieht dann jemand ein, der eben auch ein bisschen Liebesleben haben will mit den Leuten und so weiter. Und plötzlich entstehen im Haus Liebeskommunen. So ist es gedacht. Also unsere Reformen sind gut für alles und alle. Aber sie machen uns auch wieder liebesfähig, sie machen uns glücksfähig und so weiter. Weil sie die Killerviren des Geistes, die unser jetziges System erzeugt, um des Profites willen, ja eigentlich völlig umdreht. Die Evolution geht nicht mehr Manipulation, sondern Rückbau der Manipulation, Rausnehmen der Manipulation aus den Köpfen. Ist also quasi, die Konzerne machen VIAT, vorteilbringende Irrtümer Aussterbenstherapie, weil sie dann am meisten Verdienstzuschüsse bekommen. Sie werden quasi wie Psychotherapeuten betrachtet, die Unternehmen, und entsprechend bezahlt. Je glücklicher die Kunden, desto mehr Geld. Ja, aber jetzt endlich Herr Wagner, ne? Ja, danke schön. Also ich staune ja auch so ein bisschen über die Frage von Herrn Eckenberger, weil Herr Eckenberger, Sie wissen ja, also hier bei uns im Haus, wo ich jetzt hier bin, gibt es alle Varianten der menschlichen Geisteskultur, auch dass die Familie gemeinsam Traumschiff schaut und so etwas. Und weder in der Wissenschaft noch in den Alltagsgesprächen oder in den Medien wird ja eine Kultur des Post-Conventional Levels dargestellt, dass die Menschen überhaupt mehr nachdenken und nach dem Denken gehen wollen, auch bei Problemen und Konflikten nach bestmöglichem Denken gehen wollen, statt dem alltäglichen Gewurstel, was sie alle haben und wo sie aber auch nicht wirklich raus wollen. Und da kann man ja sehen, zum Beispiel, wenn man sich die Traumschifffolgen anschaut, was für eine Basis für Beziehungsfindung wird den Menschen suggeriert. Das geht darum, wer sich in wen verliebt, und dann hat man irgendeinen Streit gehabt aufgrund irgendeiner irrationalen Laune, und dann verträgt man sich hinterher wieder und kann gemeinsam, was weiß ich, das Familienunternehmen weiterführen. Auch wodurch man sich verliebt, da sind keine, oder genauso wie in der Psychologie, die Mainstream-Psychologie stellt Partnerfindung so dar, dass da am Anfang Hormone blubbern, also die Verliebtheitsphase ist. Und dann muss man gemeinsam Interessen finden, wie jetzt Kinder, Haus bauen, Beruf oder sonst was, um die Beziehung zusammenzuhalten. Da wird keine Beziehung dargestellt, die von Sinn- und Verantwortungssuche im Ganzen geprägt ist. Also dass der Einzelne, der Mann, sagen wir jetzt mal, klärt für sich seinen Verantwortungsweg im Großen, und dann sucht er sich die Frau als Weggefährtin für die globale Verantwortung. Das ist weder im Alltag, wenn die Leute ihre Beziehungen aussuchen, das ist nicht in der Psychologie, das ist nicht in den an den Küchentischen, und das ist nicht im Fernsehen. Und natürlich ist es dann auch so, also wenn da ein Streit dann durchgeführt wird, wo ist es so, dass dann Mediation vorkommt? Also wo wird, ob im Kinderkanal oder im Traumschiff, wo wird das, was wir an Kommunikationsmethoden haben, an Innenarbeitsmethoden oder Kommunikationsmethoden, wo wird das den Menschen nahegebracht? Dass man also bei Konflikt erstmal miteinander versucht zu klären, und dann erweitert man den Kreis von Konflikthelfern, bis es vor eine Gemeinschaft kommt. Das normale Leben, man verträgt sich miteinander, oder heutzutage, wenn der andere nicht passt, wird er aussortiert und man sucht nach einem anderen Partner, oder man kommt noch vor Gericht. Also das sind jedenfalls die Tendenzen, diese kultivierte Oberflächlichkeit und Angepasstheit, die wird da unkritisch den Menschen weiter kredenzt und angewöhnt. Und ja, also ich fand es ganz toll. Vor kurzem ist ein Video jetzt wohl bei YouTube auch gelöscht worden von jemandem, der bei diesen Querdenker-Demonstrationen auftrat. Thomas Klücken heißt der Arzt. Und das Video, was gelöscht wurde, weil es offensichtlich den Gemeinschaftsregeln nicht entsprechen würde, beinhaltete vor allem, dass der Arzt gesagt hat, wir Menschen sind schrecklich dressierbar durch Augenblicksbelohnungen. Sogar wenn man uns sagt, dies und jenes Verhalten ist falsch, dann funktioniert es, dass wir durch Augenblicksbelohnung, wenn wir immer wieder ein Leckerchen bekommen, machen wir das Falsche. Und sogar wenn man hingeht und erklärt uns diesen Anpassungs- und Fehlleitungsmechanismus, man sagt, pass auf, du wirst hier zu was Falschem hindressiert, das funktioniert so und so. Die Leckerchen kommen und wir machen das Falsche. Und deshalb sage ich, das sind die Wurzeln. Da müssen wir zumindest den Blick drauf richten, dass das die Wurzeln sind,
und müssen gucken, wie können wir daran arbeiten, dass sich da was ändern lässt. Sonst sind wir wieder immer im Alten. Und bei meinem nächsten Redebeitrag, ich meine, wir sind jetzt dem Ende auch schon nah, aber beim nächsten Redebeitrag sage ich dann nochmal was ganz Konkretes, Praktisches auch, wie wir Schritte machen und wo auch Erfolge vielleicht schon ein bisschen sichtbar sein können oder sichtbar werden können. Ja, danke. Herr Eckenberger, irgendwas Wichtiges oder soll ich weitermachen? Machen Sie gerne weiter. Ja, denn ich will die Realpolitik machen. Denn und ich hoffe, es ist ja jetzt mittlerweile jedem klar geworden, dass wenn ich über Polizeireform rede, dass es auch Teil der Psychotherapie unserer Gesellschaft ist und dass das am Ende die Chance vergrößert, dass vielleicht einige Leute Lust auf eine Bonobo-Schenker-Kommune bekommen, dann als Folge, als Spätfolge des Ganzen sozusagen. Ja? Und deswegen spreche ich mal ganz bewusst über die Polizeireform. Was haben wir dort wieder? Eben hatten wir bei den Autofirmen, da ging es um vorteilbringende Irrtümer, die in den Soap-Operas in die Köpfe der Leute hinein manipuliert werden, ohne Bewusstheit dabei. Und bei der Polizeireform, da haben sich eben vorteilbringende Irrtümer ausgebreitet in der Polizei, die dazu führen, dass die Polizei eigentlich die Bürger gar nicht schützt vor Straftaten. Dadurch sind die Bürger bereiter und gestimmter, neue Polizeistellen zu bewilligen. Dadurch kann dann der einzelne Polizist Vorgesetzter von neuen Mitarbeitern werden und profitiert dadurch, je schlechter die Polizei im Dienste der Bürger tätig ist. Also je weniger wir den Bürger schützen vor Straftaten, desto mehr Karriere kann ich machen. Und dieses falsche Prinzip führt dazu, dass sich lauter vorteilbringende Irrtümer ausgebreitet haben, nämlich dass sozusagen ja letztendlich man sagt, ja, eigentlich die ganze Parteiarbeit vergiftet ist von den vorteilbringenden Irrtümern, die ganze Polizeiarbeit ins Ineffiziente vergiftet ist. Und Polizisten selbst eine Mentalität haben, zum Beispiel würden Polizisten heutzutage niemals dran denken, mal mit einem Täter so zu reden, dass der vielleicht aufhört mit seinem kriminellen Weg. Das interessiert die ja gar nicht. Der ist ja Kunde, der muss ja weiter Straftaten begehen. Sonst gibt es ja keine neuen Mitarbeiter, die bewilligt werden. Und dann kann man auch keine Karriere machen innerhalb der Polizei. Also muss man die Polizei belohnen. Danach, wie die Wohlfühlstimmen, oder früher haben wir über Sicherheitsstimmen auch noch nachgedacht, wie geschützt, wenn die Bürger geschützt sich fühlen vor Straftaten, dann geben sie bessere Wohlfühlstimmen ab. Und dann macht der Polizist am meisten Karriere nicht, wenn er mehr Bedarf an Polizisten künstlich kreiert durch irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer, sondern indem er letztendlich Straftaten durch Gespräche mit den Tätern und so weiter, wie ein Sozialarbeiter. Der Polizist der Zukunft wird eher ein Sozialarbeiter sein, der aber auch knallhart durchgreifen kann und Täter mit Kameras und Ton auch beobachten kann, wenn so Krisengebiete oder Problemzonen, und dann Täter direkt überführt und sagt, Schluss, das lassen wir nicht mehr durchgehen. Ja? Und dadurch werden wir mit einem Zwanzigstel der bisherigen Polizisten werden wir Frieden haben in den Bezirken, weil die Belohnung richtig rum ist und dadurch die ganzen vorteilbringenden Irrtümer aussterben. Und insofern ist also so eine ganz praktische Reform führt wieder zum gleichen Ziel. Überall verschwinden die vorteilbringenden Irrtümer, sie lassen sie aussterben. VIs aussterben lassen durch PAs, also immer vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch ganz starke positive Anreize. Und das ist die Therapie der Gesellschaft und am Ende macht die uns alle gemeinschaftsfähig und ja, weil sie ja die Leute auch von ihren asozialen Lebenshaltungen umerzieht in Richtung, der Polizist, der zum Sozialarbeiter wird, der macht ja eine VIAT mit dem Klienten und dann wird er gemeinschaftsfähig und wird dazu neigen, vielleicht in eine Kommune einzuziehen und ist dann auch fähig dazu, weil er seine antisozialen Gewohnheiten verloren hat. Ja, Herr Wagner, Sie sind dran. Ja, danke schön. Also wir hatten den Höhenflug jetzt zum Menschen, der sich mit dem kosmischen Bewusstsein vereint.
Und deshalb eben, da brauchen wir keine repräsentativen Wählerzusammensetzungen mehr, weil jeder ja nicht nur an seine Gruppeninteressen, sondern an die Interessen aller gleichermaßen schon denkt. Und wir können gemeinsam schwelgen sozusagen in dem erleuchteten Bewusstsein, wie Gott die Welt zu sehen und als Schöpfer an alle seine Geschöpfe und so zu denken. Oh, gut, da hatten wir den Höhenflug, wir wissen, wie schön das ist. Jeder Zuschauer wird natürlich hauptsächlich jetzt vor Begeisterung dann doch hüpfen, weil er das auch endlich begreift. Aber falls doch nicht, dann ist es so, dass wir auch beim Bröckeln im zähen Steinbruch der Realo-Pragmatismen, ich denke, wir sind da sehr richtig dran, indem wir den Menschen einerseits sagen, hier mit der Wohlfühlstimme könnte der Durchbruch gelingen, das ganze Geld auch eingespart werden oder die Wirtschaft viel fruchtbarer und sinnvoller, konstruktiver ausgerichtet werden. Da könnte man wirklich noch die Schäden jetzt mit auffangen und den Kurs umdrehen. Wenn das noch nicht ankommt, ich denke, wir hier wissen jedenfalls, die freie Argumentekultur ist noch die Basis, die Wurzel, dass die Menschen überhaupt die richtigeren Argumente hören, auch die richtigen Argumente für die Wohlfühlstimme. Deshalb brauchen wir freie Argumentekultur, dafür arbeiten wir. Ich finde unseren Ansatz, auch so eine freie Argumentekulturpartei sich vorzustellen, also in das jetzige System mit seinen Wirkmechanismen reinzugehen und da versuchen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, mit Medien wie hier oder in die großen Medien reinzukommen, mit solchen Versuchen, Parteien zu beeinflussen oder zumindest, wenn es noch so klein ist, den richtigen Ansatz auch für neue Parteiarbeit zumindest klar und deutlich vor Augen zu stellen, also mit freier Argumente-Kulturpartei. Das sind ganz wichtige Grundlagen, Bausteine, die wir damit liefern. Und jetzt mal aufs Forum zurückzukommen, weil da wurde ja auch von vorhin geredet, da könnten noch mehr Leute hin. Aber es kommen tröpfchenweise, ich meine letztens sogar mein Sohn, aber auch vorher, welche aus diesen Orga-Camps zum Beispiel in Berlin. Und nach Monaten, wo Gela und ich ziemlich alleine waren, haben wir jetzt einen Orga-Kreis von mehr als 10 Leuten. Wir haben 3 oder 4 Orte, an denen diese, ich sag mal zumindest Orga-Leute, nicht jeder mit seinem Zelt, aber die Orga-Leute, wo die gleichzeitig auch mit ihren Zelten sein könnten, also zumindest jetzt vom Anspruch her, derer, die das anbieten, existieren diese Möglichkeiten. Und ich habe gerade jetzt im Moment hier ständig, deshalb habt ihr gesehen, vorhin klingelte mein Telefon, ich arbeite hier mit einer alternativen Genossenschaft zusammen, hier im Kreis Marburg. Und die sind auf dem Wege aus einem jahrelangen Intrigenkampf, der sich immer im Nebel hinter den Zimmerecken so abspielte, rauszukommen in eine gemeinsame Lichtbühne, eben auch so ein Forum, wo man wirklich lernt, statt Mobbing, Intrigen, Manipulation so klar wie möglich nach Gemeinwohlargumenten zu gehen. Und damit den Anspruch zu erfüllen, der da in der Genossenschaftssatzung auch steht, die wollen nicht nur Wohnraum und sowas füreinander bieten, also nicht, dass die Genossenschaftsmitglieder sich nur so gegenseitig fördern, sondern die wollen einen ganzheitlichen Ansatz, dass die Menschen sich auch sozial und kulturell fördern in Richtung Ganzheitlichkeit, Permakultur und so weiter. Ja. Kleine Erfolge. Ja, aber vielleicht sollten wir es auch für heute langsam uns der Schlussrunde nähern, denn ich glaube, wir haben es deutlich gemacht. Das ist also eine vielschichtige Geschichte. Leute können experimentieren mit Kommunen und können versuchen, in denen vorteilbringende Irrtümer aussterben zu lassen in den Köpfen der Teilnehmer und diese dann Fähigkeit, glücklich und liebevoll miteinander zu leben, kann dann wieder andere anziehen im Idealfalle. Was meistens nicht klappt, weil es eben meistens nicht mit dem Club in der Kommune meistens nicht klappt. Ja? Und das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist die ganz nüchterne Realpolitik, die dazu führt, dass der Hausarzt plötzlich sagt, hier, Liebe, ja, wir machen doch hier so toll Sport zusammen, wir tanzen, singen und musizieren zusammen und so weiter in meiner Hausarztgesundheitskommune und so weiter oder meiner nichtärztlichen Hausarztersatzgesundheitskommune in unserer Praxiskommune und wir feiern und singen und tanzen, musizieren und so weiter. Wir leben so glücklich und so weiter. Hat denn nicht mal jemand von euch Lust auszuprobieren, ob er nicht noch gesünder leben kann und glücklicher, indem man jetzt mal Kommune ausprobiert. Und zwar so, ja, vielleicht mal so
urmatriarchale, pazifistische Bonobo-Schenker-Kommune oder wie auch immer, ja, also mal verschiedene Modelle ausprobiert oder Dr. Göttner-Abendroth, dieses matrilineare Modell sozusagen, einfach mal Verschiedenes ausprobieren. Und wenn die Leute sich dann gesünder entwickeln, machen wir da genau weiter. Und dann wird der Arzt zum Supervisor und Mediator von Kommunen, ja, mit Anweisung für Forum. Wenn dein Bruder dir Unrecht getan hat, sprich mit ihm drüber. Wenn nicht, nimm einen anderen mit und sprech zu mehreren. Und wenn nicht, bring's vor die Gemeinde, Bibel, ne? Neues Testament, glaube ich, oder so. Und so lernen die Leute dann, und dann dürfen die Zuschauer, die in der Runde, die anderen Kommunenmitglieder sagen, wie sie die Situation wahrgenommen haben und so weiter. Und so klären wir die Konflikte mit Redezeituhr und plötzlich erkennen die Leute, ja, ich habe doch den Vertrag gebrochen. Es war ja gar nicht der andere. Ich selber habe den Vertrag gebrochen. Oder wir haben gar keinen, ich habe versäumt, einen Vertrag zu schließen. Und beschwere mich aber trotzdem, der andere hätte den Vertrag gebrochen, aber wir haben gar keinen geschlossen. Ja? Und so kriegen die Leute dann ein Vertragensbewusstsein, eine Vertragsfähigkeit. Ich habe ja eine ganz neue Mediationstechnik entwickelt, ja. Wir haben ja hier die allerneueste Mediationstechnik dann auch zur Verfügung, ja. Und ja, von daher will ich sagen, wir haben also heute die ganze Zange gemacht. Ganz konkrete Beispiele für Realpolitik. Jetzt gleich ganz pragmatische Reformen, Wahlprogramms, Volksentscheid, Wahlprogramms, Alternativen, Wahlalternativen, ja. Und auch, ja, vielleicht, manche sind vielleicht schon so weit, dass sie jetzt schon experimentieren wollen mit der Kommune, dann nur zu, kriegt da endlich mal was hin, ist so mein Wunsch, ne? Macht das mal besser als Zeck und Tamera, ja? Dass da wirklich überall Glück ausstrahlt, denn das sieht man ja dann, die müssten ja dann Zulauf kriegen, ja? Wenn die wirklich glücklich ausstrahlen, müssten sie Zulauf kriegen. Ich kenne keine Kommune, die das bis jetzt geschafft hat. Auch unsere eigenen haben das nicht so richtig geschafft, ja? Weil die Eifersucht, der Kapitalismus im Kopf und so weiter immer gestört hat. Und deswegen denke ich auch unbedingt diese einfache Realpolitik, denn Frau Mesli hat immer so schön gesagt, die Leute werden doch abgeschreckt über das Kommunengerede. Bonobo-Schenker-Kommunismus, das schreckt doch die Leute nur ab. Ja, und da müssen wir uns klar sein, denn der normale Mensch ist durchmanipuliert von vorne bis hinten. Wir sind alle Wahnsinnige durch den Kapitalismus geworden, mit lauter parasitären Memen im Kopf. Und ja, und manche können es, schaffen es schon, dass sie jetzt schon eine Kommune ausprobieren wollen. Manche sind noch weit entfernt davon und müssen erst über die Hausarzt-Gesundheitskommune, die Praxen-Gesundheitskommunen allmählich zur ersten Wohngemeinschaft geführt werden, und denn der Arzt will Geld verdienen, der will gesunde, glückliche Leute, der wird nicht ruhen, bevor die nicht alle in Wohngemeinschaften we leben, und dann manche werden auch das also verschiedene Bonobo-Schenker-Kommune-Projekte ausprobieren und verschiedene Varianten des Matriarchalen. Und da schließt sich der Kreis wieder. Aber ich glaube, der Schwerpunkt muss, meine persönliche Meinung ist, die Leute sind so wahnsinnig und durchmanipuliert, dass wir ganz klein anfangen müssen mit den ganz praktischen Reformen und überall die Wirtschaft in einen Entmanipulierer verwandeln, wo sie gestern noch ein Manipulator war oder ein manipulierend wirkendes Etwas war, wird die Wirtschaft umgewandelt über Wohlfühlstimme und Verdienstzuschüsse in ein entmanipulierendes, also in einen Vorteil bringende Irrtümer aussterben lassens Therapeuten. Ja? Und ja, vielleicht Herr Wagner oder Herr Eckenberger, wer will zuerst seine ausführliche Schlussäußerung machen? Ich denke, Herr Ich kann den Wagner. Anfang machen. Also, es ist was dran an dem Satz, dass wenn die Kommunen so richtig Substanz haben und vor Glück nur so strahlen, dass man hoffen sollte, dass dann die Menschen da auch angezogen werden und mit dazukommen. Es kann aber auch ganz pessimistisch redend so sein, dass der Mensch einfach ein zu Sucht geprägtes Lebewesen ist. Dann ist es für den Einzelnen immer noch die schönere Variante, sich für die Suchtfreiheit zu entscheiden und zu versuchen, und wenn es dann nur mit zwei, drei Leuten vielleicht ist,
ein suchtfrei schönes Sinn- und Verantwortungsleben hinzubekommen, auch wenn die anderen das alle nicht wahrnehmen und nicht mitmachen wollen, ist immer noch das Beste, was man haben kann im Leben. Und wenn wir Menschen dann nicht die Erde kaputt machen, dann werden wir am Ende halt von künstlichen Intelligenzen abgelöst werden müssen, die wirklich so programmiert sind, dass sie die Probleme lösen wollen, aufs Ganze gesehen Probleme lösen wollen, statt für kurzsichtige Motive immer neue Probleme erzeugen oder aufs Ganze gesehen Schaden und Zerstörung anrichten. Das ist kein Erfolgsprogramm, das ist kein Programm, was irgendwie nachhaltig sein kann. Das ist nur ein vorübergehendes Zerstörungsprogramm. Also entweder wir Menschen, anfangend bei uns, können die anderen dafür auch mit begeistern, auf diesen Weg für den Sinn und das Wohl des Ganzen einzugehen und darin Sinn und Erfüllung für sich zu finden. Also entweder das gelingt uns oder wir sind eine Fehlentwicklung. Und dann kann man hoffen eben nur, dass das auf andere Weise aufgefangen werden kann, statt der völligen Zerstörung. Ja, dafür können wir das tun, was uns möglich ist. Und ich denke, wir wollen das ja auch, also die wir hier in diesen Gesprächen uns zusammenfinden und austauschen. Und hoffen wir mal, dass die Menschheit zur Besinnung kommen kann und den Weg aus der Suchtabhängigkeit in die wahre Freiheit finden kann. Herr Eckenberger, Ihr großes Schlussstatement. Ja, danke schön. Also war wieder eine interessante Sendung. Ich hätte langfristig noch ein paar Fragen zu der Sache mit den Fernsehsendungen und zu der Sache mit der Polizei und möchte nochmal, oder was heißt nochmal, ich möchte klarstellen, dass, ich wurde jetzt, ist mir aufgefallen, schon mehrfach als jemand aus einer Kommune bezeichnet, also bin ich möglicherweise, je nachdem, wie man Kommune definiert, also ich habe es nicht drauf angelegt auf diese sexuelle Freiheit, wobei die mir gut in den Kram passt, aber ich sehe es halt generell einfach als einen Ort, an dem Menschen das Recht haben, an dem das gewünscht ist, sich in seiner Menschlichkeit zu begegnen und echte Lösungen für die harmonische Balance zwischen diesen Menschen, die sich in ihrer Menschlichkeit zeigen wollen, ja, und gleichzeitig halt mit dem Versuch, das in Einklang mit der Natur zu machen. Und ich habe halt ab und zu mit Interessenten zu tun und in der Regel ist es scheinbar nicht attraktiv, weil sanitären Gegebenheiten und andere Sachen nicht einem Katalog entsprechen, sage ich mal. Und ich bin hier halbwegs glücklich und ich finde die Vision toll und ich kriege nicht so richtig den Punkt so toll, wie ich es gern würde. Jedenfalls alle sind eingeladen und Dankeschön. Ja, wir können den Punkt vielleicht auch nicht kriegen, weil das ist ja unsere allerneueste Überlegung bei den Next Scientists for Future, dass dieses Universum vielleicht einfach ungeeignet ist. Ja, vielleicht gibt es ja, es gibt ja Leute, die behaupten, es gibt verschiedene Universen, die vielleicht minimal andere Charakteristiken und Gesetzmäßigkeiten haben. Und vielleicht wiederholt dieses Universum immer die gleiche Schleife und wird sie in Zukunft auch immer wieder wiederholen, nämlich die immer gleiche Schleife. Die Gehirne, das Experiment der Evolution, Gehirne auch mal zu vergrößern, führt dazu, dass Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung erfunden werden, aber die Gehirne nicht groß genug sind zu erkennen, dass man die zügeln muss durch starke positive Anreize, die man gezielt setzen muss, damit man das Aufkommen von Evolutionsprozessen Richtung vorteilbringende Irrtümer verhindert von Anfang an. Das führt dann immer wieder dazu, dass dann auch durch diesen zerstörerischen Raubtierkapitalismus die Gehirnevolution nach unten geht, die Menschen wieder dümmer werden und dann können sie das Problem nicht mehr lösen und dann kreist das Elend ohne Ende. Dann gibt es so ein Schrecken ohne Ende, ein Leiden ohne Ende, das immer weiter kreist. Und das ist vielleicht in diesem Universum einfach zwangsläufig eingebaut. Und wir können eigentlich, wir reden die ganze Zeit eigentlich, obwohl es gar nicht möglich ist, weil auch unsere Reformen im Endeffekt die Leute nicht verstehen, sondern dann lieber Hetzschriften schreiben, warum all unsere Reformen
falsch sind und schlecht sind und böse sind und wir böse sind und so weiter. Und vielleicht ist so dieses Universum einfach ungeeignet. Ja, Herr Eckenberger? Ja, kann sein. ich habe im Laufe meines Lebens einen Haufen wunderschöne, friedenbringende Perspektiven kennengelernt und habe die Vermutung, dass das immer so weitergeht, dass ich immer kraftvollere Perspektiven kennenlerne, die dann die auch immer wiederkehrenden Phasen der Enttäuschung oder so, der Irritation, immer schneller heilen. Insofern, so kompliziert wie es sein mag oder so aussichtslos, ich glaube, es ist möglich, durch echte Suche nach Frieden und irgendwie sowas wie Weisheit in dem Sinn, dass man sich halt aussöhnt mit den Komplikationen. Also das lässt sich vertiefen und lade ich alle ein und teile ich gerne alles, was ich entdeckt habe. Und was ich noch anmerken wollte, also ich finde es einerseits brillant, diese, wahrscheinlich sagen Sie dazu evolutionsbiologisch, eben diese Rückschlüsse, also zum Beispiel, was Sie meinten mit, dass man am besten in gleichrassigen Bonobo-Kommunen lebt, damit dieser Dingsbums, dass die Väter nicht die fremden Kinder töten. Also da wünsche ich mir natürlich. Ja, die Bonobos, also das nur ganz kurz, die Bonobos funktionieren einfach deswegen, das wissen wir halt, weil praktisch alle unheimlich eng verwandt miteinander sind. Auch in den Nachbarkommunen, das ist ja alles, immer die Nachbarkommunen, die sind ja so, sich so ähnlich, die können sie optisch praktisch gar nicht voneinander unterscheiden. Ja, und das, damit funktioniert es. Wir wissen nicht, ob es funktioniert, wenn wir jetzt alles, also lauter Unterschiede in den Gruppen haben. Also Homogenität der Zusammensetzung eines Clans oder eines Kommuneprojektes könnte sein, dass es nötig ist, vielleicht geht es auch ohne. Ja, ausprobieren. Genau. Aber es könnte sein, dass es eben nötig ist, um die Kindstötungstendenzen oder die Kinderquälertendenzen zu reduzieren. Ja. Ihr Lieben, unser Gespräch kann zur Sucht auch werden. Ich muss nur sagen, ich muss mich jetzt zurückziehen. Ihr könnt da gerne. Ich ahne, dass der Herr Eckenberger jetzt sagen wird, es könnte aber auch anders gehen und es lohnt sich, das zu versuchen. Da hat er aus meiner Sicht auch recht, genauso wie es wichtig ist, diese Wurzeln, die da vielleicht in uns untergründig wirken, trotzdem auch mit im Blick zu haben, dass da sowas sein könnte. Das praktische Experiment, das Experimentallabor, was wir machen, wird es erweisen müssen. Ne? Also ich umarme euch beide nochmal durchs Internet und lasst uns weiter dranbleiben, ne? Im Forum und in weiteren Gesprächen. Lasst uns den Weg auf den Grund gehen. Ich sag vielleicht einen Schlusssatz, Öffi, den du noch kurz hörst. Also gerade, weil wir öfter so Freunde mit Hetzschriften haben, ich finde schön, dass das quasi das so dargestellt wurde, dass es nicht rassistisch ausgelegt werden muss und dass es, also das, ja, ich kann es nicht so gut ausdrücken, aber vielleicht reicht es. Gut. Ja, vielleicht als Letztes dazu noch, aber es ist ein eigenes Thema noch. Artikel 20 der Menschenrechte sagt, dass Menschen das Recht haben, sich zu Gruppen, Organisationen und so weiter frei und friedlich zusammenzutun. Das kann auch die bayerische Volksgruppe sein mit Trachteneinigkeit. Das ist ein Menschenrecht. Es steht da nur, es gibt nicht das Recht, Menschen gewaltsam einer Gruppe zuzufügen, quasi. So, Artikel 20, ganz wertvoller Artikel. Es ist kein Rassismus, wenn die bayerische Dorfgemeinschaft sagt, wir freuen uns an unserer Homogenität und dass wir unseren Trachtenkult machen können. Solange sie nicht sagen, andere dürfen nicht ihre Eigenart haben und es dürfen andere sich auch nicht für Multikulti entscheiden oder sowas. Solange ist die Entscheidung für eine Art von besonderer Kultur kein Rassismus oder nichts, was man irgendwie als Gewaltsamkeit oder als Ausschluss, unzulässigen Ausschluss anderer deuten müsste. Ja. Aber ist ein eigenes Thema. Ja, und wir Evolutionsbiologen. Und wir Evolutionsbiologen geben ja nur die Information rein, dass es in der Natur funktioniert, dann, wenn große Homogenität da ist. Ganz einfach. Und das kann man sehen. Also, macht's gut, Leute. Gell? Bis zur nächsten Runde. Tschüssi. Tschüss.